SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute Spezial mit Claudia Deeg. Herzlich willkommen, schönen guten Abend. Hier in Simmern am Herzog-Johann-Gymnasium. Ein Sommer mit Hitzerekorden und wir sitzen hier auch schwitzend. Es ist glühend heiß, nicht nur hier drin, auch draußen. Ein Jahr Fridays for Future-Demonstrationen und in knapp einem Monat will die Bundesregierung ein Maßnahmenpaket vorstellen in Sachen Klimaschutz. Da gibt es viel zu besprechen und seit wir uns vorbereitet haben auf diesen Abend hier, gab es eigentlich keinen Tag, an dem es nicht einen neuen Vorschlag gab. Von höherer Mehrwertsteuer auf Fleisch über CO2-Steuer bis hin, wir brauchen nur Bäume pflanzen und alles ist geritzt. Und da ist es schön, dass der Klimaschutz im Rhein-Hunsrück-Kreis eine besondere Bedeutung hat. Aber was hilft das, wenn das große Ganze nicht funktioniert? Das fragen sich Schülerinnen und Schüler hier an der Schule in Simmern. Und sie haben einen ganz eigenen Blick auf ihre Zukunft und haben da ganz besondere Sorgen und Ängste, die sie umtreiben. Ein paar Gedanken, Statements von Schülerinnen und Schülern des Herzog-Johann-Gymnasiums in Simmern. Ich möchte keine Kinder mehr bekommen, wenn ich sehe, wie unser Planet zerstört wird. In einer solchen Welt möchte ich sie nicht zurücklassen. Warum planen und alles in eine Zukunft investieren, die es so vielleicht gar nicht geben wird? Ich habe Angst, dass die zunehmende Zerstörung von Lebensraum durch Naturkatastrophen zu Krieg führt und so immer mehr Menschen dazu verpflichtet werden, ihre Heimat zu verlassen. Ich bin wütend auf die Politik und die Gesellschaft, weil ich keine Veränderung sehe. Wir befinden uns jetzt in einer Klimakrise. Warum passiert nichts? Ich befürchte, dass der wachsende Mangel an Wasser und Nahrung durch menschengemachte klimatische Veränderungen zu weltweiten Hungersnöten und sozialen Krisen führt. Ich ärgere mich über den Egoismus der Menschen. Warum sind Einzelne nicht in der Lage, ihr Verhalten zu ändern und ihren Konsum zu reduzieren? Wir alle wissen doch, wie akut die Lage ist. Ich sorge mich um die vielen Tier- und Pflanzenarten, die durch den Klimawandel bedroht sind. Wie kann es sein, dass so viele Lebewesen unter unserem Fehlverhalten leiden müssen? Ist das gerecht? Vielen herzlichen Dank. Das waren Einblicke in das Gefühlsleben, in das Empfinden dieser jungen Menschen hier und da haben wir viel zu diskutieren. Dr. Esther Brendel, Psychologin und engagiert bei Scientists for Futures. Schön, dass Sie da sind. Matthias Heck, Nachhaltigkeitsexperte, Blogger, ist über die Mosel hierher gekommen. Schön. Tim Frey, 18 Jahre alt, hier an der Schule. Ihr kennt ihn alle. Gehört zu Fridays for Future Ortsgruppe Simmern. Schön, dass du mich hier verstärkst an meiner Seite. Gerne. David Nelles studiert Wirtschaftswissenschaften und Autor des Buchs Kleine Gase, große Wirkung. Studiert Wirtschaftswissenschaften, hatte keine Ahnung von Klimawandel und hat sich mit einem Kommilitonen eingearbeitet. Schön, dass Sie da sind. Michael Billen, umweltpolitischer Sprecher der CDU Rheinland-Pfalz, Landwirt, Jäger und Fachmann in Sachen Umweltschutz für die CDU Rheinland-Pfalz. Sonst wären Sie nicht umweltpolitischer Sprecher. Schön, dass Sie da sind. Herr Billen, ich würde auch gerne gleich mit Ihnen einsteigen, denn da steckte ja eben schon auch Wut drin auf Politik, aber auch Auftrag und Forderungen. Werden Sie und Ihre Kolleginnen und Kollegen diesen jungen Menschen hier gerecht? Wenn die Senioren der Jugend gerecht werden, dann macht die Jugend was falsch und die Senioren was falsch. Aber was heißt gerecht werden? Ich habe im Vorgespräch gedacht, ich weiß ja nicht, wie lange meine Redezeit ist, ich versuche mal zusammenzufassen. Ich bin von Beruf Bauer und habe aus dem Beruf heraus gesagt, ich muss Politik machen, damit in der Politik auch Leute sitzen, die wissen,
wie Lebensmittel produziert werden und wie Natur funktioniert. Und insofern ist es äußerst schwierig, immer diesen Ängsten, also Angst ist ein ganz schlechter Ratgeber, habe ich gelernt in meinem Leben. Angst ist kein guter Ratgeber, sondern wir müssen anpacken. Und dann ist die Frage, und da werden dann gleich die Argumente kommen, hilft es, wenn wir hier einen Baum pflanzen, wenn in Brasilien zur gleichen Zeit 1,2 Millionen Hektar verbrennen? Nein, hilft nichts. Hilft wohl, hilft aber nichts. So, und darüber müssen wir reden. Das können wir nur lokal handeln, aber global die Frage lösen. Wir probieren es ja. Die Diskussion, die geführt wird, ist so abenteuerlich theoretisch in der Politik. Da kann ich ja teilweise nicht mehr folgen, was sind denn dafür Vorschläge? Dann gucken wir, dass wir heute Abend auch viel über die Praxis reden. Frau Brendel, Praxis ist das eine, Wissenschaft das andere. Sie haben gesagt, die Fakten liegen auf dem Tisch. Es gibt eigentlich viel stärker ein politisches, soziologisches und psychologisches Problem. Wie meinen Sie das? Naja, es gibt ja das Problem, dass wir eigentlich wissen, was wir zurzeit anrichten. Jeder Einzelne, alle Staaten der Welt im Prinzip, und trotzdem nichts passiert. Und das psychologisch beschrieben ist das sehr gut. Das nennt sich die Tragödie des Allgemeinguts. Das wurde ursprünglich sehr bäuerlich ein Beispiel genommen, eine Kuhweide, die allen gehört. Das war früher die Allemende. Da haben so die Hirten aus einem Ort ihre Kühe draufgetrieben und von allen durften die Kühe da eben das Gras fressen. Und solange so etwas keine strengen Regeln hat, hat jeder einzelne dieser Hirten ein Interesse, da möglichst viele Kühe drauf zu treiben. Also jedem ist klar, die Bauern, die kennen sich aus, die Weide, die trägt vielleicht 20 Kühe. Jeder darf dann vielleicht 5 Stück drauftreiben, aber wenn einer halt mal 6 drauftreibt, dann hat er einen Vorteil und die Wiese geht auch nicht sofort davon kaputt. Das heißt, die anderen sehen dann, der hat 6 draufgetrieben, treiben auch 6 drauf und so machen sie alle gemeinsam ihre Wiese kaputt, ohne dass jeder Einzelne das eigentlich will und ohne dass jeder Einzelne das für sich stoppen kann, weil wenn man, wie momentan ja oft gefordert wird, der Einzelne muss verzichten und zurücktreten und vernünftig handeln, wenn das der Einzelne dann macht und sagt, ich bleib bei meinen 5 Kühen oder mach lieber nur 4 drauf, weil die anderen mehr haben, das ist ja ein extrem schlechtes Gefühl, da fühlt man sich verarscht und veräppelt und die anderen haben ihren Profit und ich stecke zurück, das funktioniert so nicht. Das heißt, die einzige Lösung dieses Dilemmas ist eine Regelung. Nennt man es jetzt Verbot oder einfach eine gemeinsame Einigung darüber, wie viel jeder nutzen und anrichten kann, wie auch immer man das Aber das heißt, Regelung, dieser Auftrag geht wiederum an die Politik, weil genau. Wir brauchen den Rahmen. Die Politik hat den Auftrag, das gemeinschaftliche Zusammenleben zu regeln, genau. Ich würde gerne nochmal, Matthias Heck, Sie sind ja, betreiben eine Seite mit, nachhaltig-sein.info. Die Geschichte mit dem Baum, was Herr Billen eben angesprochen hat, macht es Sinn, einen Baum zu pflanzen? Ist das nachhaltig hier, wenn gerade in Brasilien tausende Hektar abgefackelt werden? Also grundsätzlich macht das immer Sinn. Also da kann es auf jeden Fall nichts Negatives eigentlich dazu geben, es sei denn, man pflanzt jetzt vielleicht im Verkehrsbereich, dass er irgendwie gefährlich sein könnte. Aber natürlich sind die Verhältnisse schon ganz andere. Sagen wir mal, ich glaube, da kann man sich hier in Deutschland auch gar kein Verhältnis zu bilden, was für Mengen da jetzt eben auch in Brasilien im Moment zur Debatte stehen. Und, aber auch da müssen wir halt, klar, an den Bränden können wir jetzt nicht direkt Ursache hier vor Ort finden, aber an der Politik vor Ort oder auch an dem Grund teilweise dieser Rodungen, weil da eben Soja zum Beispiel angebaut werden soll, sind wir eben auch schon zum Teil schuld. Und das muss den Leuten halt schon bewusst sein, dass auch unser Handeln hier Auswirkungen auf andere Bereiche dann hat. Herr Nelles, ist Ihnen das bewusster geworden, welche Auswirkungen unser Handeln hier auf den Rest der Welt hat, als Sie für das Buch recherchiert haben? Ja, ganz genau, wie Sie ja anfangs schon gesagt haben, was Klimawandel ganz konkret bedeutet, war mir nicht bewusst. Klar, man liest mal in der Zeitung was, sieht was im Fernsehen, man hört die üblichen Schlagworte. Aber was dann ganz konkret Klimawandel auch für einen selbst im Alltag bedeutet, wurde mir dann tatsächlich erst durch die Recherche bewusst. Wie Matthias auch gerade schon angesprochen hatte, eben dass Regenwälder abgeholzt werden, um Soja anzubauen, also generell Futtermittel, die dann eben hier in der Tierhaltung dann verfüttert werden und viele weitere Sachen. Erst durch die Recherche, ja.
Wie ist denn das bei Ihnen, Herr Billen? Die Tierfütterung ist ja ein großes Thema, dass wir im Ausland wird Soja angepflanzt, landet hier dann bei uns bei der Tierfütterung. Ist das ein Problem? Beispiel. Wir sind Genosse bei der großen Molkerei Ala. Die Molkerei Ala hat genverändertes Soja verboten in der Tierfütterung, weil wir genfreie Milchwellen liefern dem Verbraucher, ist genveränderte Soja verboten. Wir kriegen kein Soja von Brasilien. Für uns können, da ist genverändert. Es gibt nur 5% nicht genverändertes Soja im Moment auf der Welt. Und insofern, wir müssen uns überlegen, ob wir braunen Rohrzucker kaufen, damit der Farmer in Brasilien noch 10 Hektar Rodung macht, um dort Rohrzucker oder Sojaschrot anzubauen. Oder ob wir sagen, wir können nicht sagen, wir machen gar nichts, wir kaufen nichts mehr, sondern wir müssen dann sagen, lieber Brasilianer, lasst uns miteinander reden. Ihr habt den guten Regenwald, den brauchen wir zum Beispiel. Und jetzt müssen wir mal gucken, dass ihr wirtschaftlich auch auf die Beine kommt, ohne dass ihr Brandschatzung macht im Regenwald. Und das sind die Lösungen, die es gibt. Und da muss man im Notfall sagen, nein, dann kaufen wir kein Rohrzucker mehr. Dann muss ich aber so leben, wie der Klimaschutz das verlangt. Und dann wird es schwierig, ja. Und dann mit Verboten zu arbeiten von der Politik. Ich habe Politik immer verstanden und werde es auch weiterhin so verstehen. Ich setze einen Rahmen. Der Mensch muss innerhalb des Rahmens sich bewegen können. Und wenn er dann unvernünftig ist in dem Rahmen, dann hat er ein bisschen Pech gehabt. Aber ich werde nicht hingehen und dem einen sagen, du isst kein Fleisch mehr, weil du zu dick bist, das gilt für mich dann. Und du isst das, weil du sonst Zucker kriegst. Das wird nicht meine Aufgabe sein. Ich werde den Menschen auch essen lassen, was er will, und trinken lassen, was er will. Aber darüber müssen wir diskutieren. Das hängt nämlich zusammen. Rohrzucker und Sojaschrot hängt mit brasilianischen Brennen im Regenwald zusammen mit unserem Verbrauch in Europa. Plus der Rodung, um dann Rindfleisch, also auch dort die Rinder zu haben, auch Rindfleisch. Ja, Tim, gleich kommen wir zu dir und dann, du hast auch ein Mikro her. Ganz allgemein zum Thema Verbote. Rahmenbedingungen bedeutet ja links und rechts des Rahmens, das ist verboten. Also ganz allgemein ja, ganz genau. Und was ich meine ist, links und rechts des Rahmens sind eben bestimmte Dinge, die verboten werden. Ob man es jetzt Rahmen nennt oder wie auch immer. Man muss eben von Einzelfall zu Einzelfall schauen, was verboten werden sollte und was man eben mit Anreizen regeln kann. Aber allgemein zu sagen, Verbote machen keinen Sinn, ist eben Quatsch. Weil eben diese Rahmenbedingungen eben auch Verbote sind. Und dann zu dem Verzichtsthema, jetzt Schnitzel weniger zu essen oder Klimaschutz ist allein nur Verzicht. Es ist ja nicht so, dass jedes Fleisch, was beispielsweise im Supermarkt angeboten wird, aus einer Haltung kommt, wo die Tiere mit Soja aus dem Regenwald gefüttert werden, sondern es gibt ja ganz viele verschiedene Alternativen und den Beitrag, den jeder Einzelne an der Stelle leisten kann, ist dann eben dieses Fleisch zu kaufen, wo nicht die Regenwälder für gerodet werden. Und das ist eben den Beitrag, den jeder Einzelne leisten kann. Genau. Tim, inwiefern, nochmal auf den Punkt bezogen, inwiefern hast du denn, seitdem du bei Fridays for Future aktiv bist, dein Verhalten geändert? Also Stichwort Fleisch, Ernährung vielleicht. Nun, auch wir von Fridays for Future, wir fordern ja auch keine Verbote, sondern wie gesagt, dass man bewusster handelt. Und ich merke das selber, dass man zum Beispiel dann darauf achtet, die Gemüse dort, die kann man ohne Verpackung kaufen. Oder, woher kommt denn vielleicht dort dieses Stück Gemüse? Dass man dann als Verbraucher sehr, sehr viel Einfluss auf den Markt nehmen kann. Denn wenn keine Sachen gekauft werden, die jetzt umweltschädlich produziert werden, dann werden auch keine weiteren produziert. Und welche Möglichkeiten hast du, dich daran zu halten? Also ist das schwieriger geworden, das Einkaufen dadurch, oder hast du gar keine Veränderung gemerkt? Ich habe das eigentlich eher schleichend gemerkt. Also ich muss ja selber sagen, ich bin auch nicht komplett klimaperfekt, auf gar keinen Fall, aber doch, da ich öfter mal darüber nachdenke. Und wenn ich dann später nach Hause komme und mir sage, früher hast du da immer deine Einwegplastiktüten benutzt und jetzt tust du das nicht mehr. Also irgendwas ist da schon passiert. Sie wollten noch was sagen, glaube ich. Das hat mir David schon aus dem Mund genommen eben. Oh, wunderbar. Also okay. Rahmen ist ja nur ein anderes Wort für die Verbotsgrenzen, die wir aber außen haben, ja. Ich würde einen Punkt, über den ich eigentlich später reden wollte, aber Herr Billen hat das Stichwort genannt, das Fleisch sei dann teurer. Das ist ja so. Also es gibt einfach Preise, da sind wir als
Kunden gefragt, dann gehen wir in den Supermarkt und kaufen ganz, ganz billiges Fleisch. Da will man vielleicht besser gar nicht wissen, wo es herkommt. Also inwiefern ist das ja dann überhaupt sozial gerecht, wenn Herr Billen sagt, das Fleisch ist ja dann teurer. Vielleicht, Herr Heck? Ja, das ist definitiv so. Und das betrifft aber auch nicht nur das Fleisch, das betrifft auch viele andere Lebensbereiche. Egal, ob das jetzt das Fleisch ist, das Gemüse, das kann auch das T-Shirt sein, was ich im Laden für unter 10 Euro kaufe. Da muss man sich halt einfach fragen, wo bleiben da die Kosten auf der Strecke? Und meistens ist es halt das in dem Fall als allgemeingut angesehene Umweltthema, was dann eben halt herhalten muss. Egal, ob es dann bei T-Shirts eben von mir aus die Flüsse sind oder eben bei anderen Produktionsbedingungen die CO2-Ausstöße. Aber im Prinzip wären sehr, sehr viel mehr Lebensmittel und andere Konsumgüter wesentlich teurer, würde man die externen Kosten mit einpreisen in das Produkt. Aber was bedeutet das für viele Menschen hier im Land, die ein klimaneutrales Leben muss man sich leisten können? Ist tatsächlich in vielen Bereichen ein Wohlstandsproblem, ja. Also es ist tatsächlich so, dass ich kann jetzt nicht ein Niedriglohnverdiener sagen, du kaufst jetzt nur noch Bioprodukte und Biofleisch und das wird nicht funktionieren. Also das ist tatsächlich schon so, aber dann ist es auch so, wie wir jetzt im Moment ja auch auf die CO2-Steuer in der Rede ist, dass es natürlich auch da sozialverträglichere Systeme gibt, die dann zum Beispiel, die es eben sich leisten können, eben höher bepreisen, weil die eben auch dann, sagen wir mal, die CO2-Steuer nicht so wahrnehmen oder für die nicht so relevant ist und die so ohnehin weniger konsumieren, dadurch günstiger wegkommen. Also da gibt es verschiedene Systeme. Aber das ist genau die Frage, die ja auch in unserem Titel steckt. Also wie finden wir faire Lösungen? Herr Billen, regional kaufen und Fleisch nur noch sonntags, so wie es früher mal war. Nein, das ist auch die Frage, was gebe ich als Verbraucher wofür aus? Also, die Supermärkte dieser schönen Republik, auch in Rheinland-Pfalz, würden nicht alle Obstsorten über 12 Monate im Jahr vorhalten, alle Obstsorten, über 12 Monate vorhalten und anbieten, wenn der Verbraucher sie nicht kaufen würde und Geld dafür ausgeben würde. Das ist auch kein klimafreundliches Verhalten. Also ich sage aber kein Mensch, der darf nur noch Heidelbeeren essen, wenn Heidelbeeren im Wald wachsen. Das ist Unsinn. Also ich sage nur, wie das Verhalten ist. Und das gleiche Verhalten ist, wie viel Geld von meinem Geld, was ich zur Verfügung habe, gebe ich für Lebensmittel aus. Jetzt sage ich mal, was ich mache. Ich esse ganz gerne 300 Gramm Steak. Da kann ich aber nicht jeden Tag essen, weil ich jeden Tag dann zu viel Geld ausgebe für mein Fleisch. Aber wenn ich schon Geld ausgebe für einen Steak zu essen, wenn ich schon Geld ausgebe für Fleisch zu essen, dann will ich gutes Fleisch und dann will ich auch das Fleisch noch schmecken. Dann will ich keins, was hochgezüchtet ist, sondern was langsam gewachsen ist. Dafür bin ich auch Jäger. Es gibt kein besseres Fleisch wie Wildfleisch. Also insofern, das muss jeder Mensch aber selber entscheiden. Fahre ich zweimal im Jahr in Urlaub oder brauche ich zweimal im Jahr Urlaub, damit ich mich seelisch besser fühle? Oder gebe ich 5% meines Gehaltes mehr aus für Lebensmittel? Dafür habe ich aber dann auch höhere Qualitäten, bessere Lebensmittel. Und als Bauer ärgere ich mich jedes Mal. Ein Liter Wasser bei Gerolsteiner, ich kann die gut leiden, die Bitbäuer Braugruppe und die Gerolsteiner, ich kann die gut leiden, ich kenne die Geschäftsführer, ich kann die richtig gut leiden. Nette Kerle. Aber die kriegen für einen Liter Wasser, den sie einfach aus der Erde rauspumpen und dann in eine Flasche einpacken und verschicken, kriegen die mehr Geld, wie ich bzw. meine Söhne für einen Liter Milch, wo sie Futter für ernten, wo sie Kühe für versorgen, wo sie wirklich Tag und Nacht für da sein müssen, weil das lebende Tiere sind, kriegen die für einen Liter Wasser mehr Geld als ich für einen Liter Milch. Da stimmt doch die Welt nicht. Und von daher, da will ich ein Stück hin und sagen, lasst uns höherwertig werden. Wir haben in 20 Jahren nicht mehr Lebensmittel genug für diese Welt. Dann haben wir 10 Milliarden Menschen auf dieser Erde und ich weiß nicht, ob wir noch so viele Pflanzen erfinden, die bei Trockenheit oder bei Nässe so wachsen, dass wir die Menschen überhaupt ernähren können. Und dann kommt die eine Sorge hier zum Tragen. Ich war in China, 1,5 Milliarden Menschen. Die haben gesagt, wenn wir nichts mehr zu essen haben, wir kommen. Wir fragen nicht, ob wir dürfen, wir kommen.
Also insofern wird das dann unter Umständen kommen, dass die Menschen den Nahrungsmitteln nachlaufen. Das ist das, was die Schülerin vorhin angesprochen hat, ja, dass der Klimawandel, die Klimakrise Flüchtlinge provoziert oder produziert, die dann zum Beispiel nach Europa wandern. Ja. Ja, dazu wollte ich sagen, angesichts dieser Prognosen, ja, also das, worauf wir zusteuern, sind diese Diskussionen darum, dass jeder Einzelne darauf gucken soll, wie er sich im Supermarkt entscheidet. Also die klingen so extrem nach Luxusproblem und gehen so an der Psychologie der Menschen vorbei, dass das einfach nicht funktioniert. Und auf jeden Fall nicht in dem Maßstab und in der Schnelligkeit, wie wir es brauchen. Das heißt, man kann nicht zum einen... Man kann nicht zum einen sagen, die, keine Ahnung, ob wir jetzt über Billigfleisch reden oder über irgendwelche konventionelle Landwirtschaft, die die Böden kaputt macht, was auch immer, da kenne ich mich jetzt nicht so aus. Aber es gibt die umweltschädlicheren Produkte und es gibt die umweltfreundlichen Produkte. Und momentan durch die aktuelle Preisstruktur, dass das erlaubt ist, so externe Kosten auszulagern, die dann die Gemeinschaft oder die zukünftigen Generationen bezahlen müssen, es wird einem eine Wahlfreiheit suggeriert oder sogar der Vorteil dieser Produktionsweise suggeriert, der dem so widerspricht, was eigentlich suggeriert werden müsste und wo eigentlich die Steuerungsmechanismen unserer Gesellschaft eingreifen müssten, dass es nicht geht. Also, ja, ob das nun über Verbote oder über eine... Ja, man kann zwei Wege gehen im Prinzip. Man kann den Kapitalismus mehr zügeln, man kann die Preisstruktur so verändern, dass man eben den wahren Preis bezahlt. Dann würden automatisch die Leute eben die Sachen kaufen, die auch umweltfreundlich sind. Oder man kann es eben einfach regeln. Wir überlassen auch niemanden, ob er jetzt mit seiner Waffe auf die Straße geht und den Nachbarn erschießt, weil der einen schöneren Garten hat. Ist verboten. Das ist nicht eine Wahlfreiheit, wo wir sagen, ach, liebe Bürger, überlegt euch das mal gut und entscheidet euch vielleicht für das irgendwie menschenfreundlichere Verhalten. Nein, das ist verboten. Stich, Punkt. Und bei der Abschaffung der Sklaverei, da haben die Sklavenherren auch gesagt, was sollen wir denn dann machen? Wie, wir dürfen die nicht mehr auspeitschen? Wie, die gehören uns nicht mehr? Was soll denn das? Einschränkung der Freiheit? Ist verboten. Also manche Sachen muss man einfach regeln, sonst läuft es nicht. Damit wären wir bei dem, was es zu regeln gilt. Ich möchte auch noch mal daran erinnern, also wenn Sie hier Fragen haben oder Anmerkungen, gerne, weil ich habe schon gemerkt, hier gibt es einmal Zustimmung, dann gibt es Murren, nur raus mit der Sprache. Aber das heißt doch, um bei diesem Gedanken zu bleiben, Herr Billen, Sie haben eben gesagt, wenn jemand 12 Monate im Jahr Heidelbeeren haben möchte, dann soll er halt seine Heidelbeeren kaufen. Sie sagen jetzt, nö, dann müssen wir entweder den Preis, ich bleibe jetzt mal bei dem kleinen Beispiel Heidelbeere, dann müssen wir den Preis eben so hochsetzen, dass die Nachfrage gar nicht mehr da ist. Also irgendwo muss ja wahrscheinlich ein Anfang gemacht werden, oder, Herr Nelles? Also was sagt der Wirtschaftswissenschaftler in dem Fall vielleicht? Der Wirtschaftswissenschaftler sagt, dass die WTO, also die Welthandelsorganisation, uns einen ziemlich großen Strich durch die Rechnung macht, wenn wir Umweltzölle oder anderes erheben würden. Das widerspricht der Welthandelsorganisation und ist beispielsweise beim Teurermachen von Heidelbeeren schlichtweg kaum möglich. Ich würde es mir auch wünschen, aber es geht nun mal unter den aktuellen Rahmenbedingungen nicht und die müsste man auch ändern. Das dauert aber extrem lang, bis solche Dinge umgesetzt werden. Und eine Sache darf man auf gar keinen Fall vergessen, dass am Ende tatsächlich der Großteil der Bevölkerung solche Klimaschutzmaßnahmen, in welcher Form sie auch immer umgesetzt werden, einfach mittragen müssen. Wie Herr Billen auch schon eben angedeutet hatte, ansonsten wird es einfach nicht funktionieren. Bestimmte Entscheidungen im Kleinen muss ein Großteil der Verbraucher mitgehen. Ansonsten kann die Politik bestimmte Dinge auch nicht umsetzen. Wenn wir uns beispielsweise das Rauchverbot anschauen in Restaurants, was eingeführt wurde, das wurde zu einer Zeit eingeführt, wo ein Großteil der Bevölkerung hinter diesem Verbot stand. Wenn man dasselbe Verbot in den 60er oder 70er Jahren eingeführt hätte, dann wäre das ziemlich nach hinten losgegangen. Und deshalb muss die Politik zum Teil den Druck von der Bevölkerung von unten spüren, wie das Fridays for Future schafft, aber eben auch die Rückendeckung für bestimmte Klimaschutzmaßnahmen. Also die Politik kann nicht ganz alleine ohne die Rückendeckung der Verbraucher voranschreiten. Das wird nicht funktionieren. Aber das heißt doch, wir haben den 20. September im Blick. Da soll ja ein ganzes Paket an Klimaschutzmaßnahmen vorgestellt werden von der Bundesregierung, vom Klimakabinett. Um nochmal zu sagen, Ziel ist es, 2030 die Emissionen zu reduzieren um 55%. Das Ziel 2020 werden wir schon gar nicht mehr erreichen. Da geht es jetzt darum, CO2-Ausstoß teurer machen. Reden wir mal über diese Maßnahme. Wie will man das, wenn ich schon höre, teurer machen, wie will man das vermitteln? Wie viel Zeit habe ich?
Also man könnte ja vielleicht erstmal mit dem ersten Schritt anfangen, was bringt das überhaupt, CO2 teurer zu machen? Und wenn jetzt ein Unternehmen vor der Frage steht, kaufe ich jetzt Maschine A oder Maschine B, und sagen wir mal, Maschine A ist klimaschädlicher, Maschine B klimafreundlicher. Aber die klimaschädlichere ist günstiger und jetzt bepreise ich CO2. Das heißt, ich mache die klimaschädlicheren Maschinen, Technologien oder Produkte relativ teurer, beziehungsweise die andere Maschine wird günstiger. Und durch diese CO2-Bepreisung hat das Unternehmen selbst also einen Anreiz, eher klimaschonendere Technologien einzusetzen oder klimaschonendere Technologien zu entwickeln. Das würde dazu führen, dass der CO2-Ausstoß gesenkt wird durch die Bepreisung von CO2, weil Unternehmen versuchen, CO2 einzusparen, weil Unternehmen keine Lust haben, eine hohe CO2-Abgabe zu zahlen. Logisch. Nicht um das Klima zu retten, sondern um eine geringere CO2-Abgabe zu zahlen. Das würde aber natürlich trotzdem dazu führen, dass die Produkte insgesamt teurer werden. Und das kann man abfedern, indem man einen Teil der Einnahmen aus einer CO2-Besteuerung oder Emissionshandel, wie auch immer man das macht, an die Bevölkerung zurückverteilt. Über eine Steuerrückerstattung oder wie würde man das machen? Das kann man machen, wie beispielsweise in der Schweiz. Da bekommt jeder zum Ende des Jahres, also jeder Schweizer Bürger, die Abrechnung von der Krankenkasse und unten drunter steht Rückzahlung aus CO2-Steuer, sowas in der Art. Und da wird ganz transparent das pro Kopf zurückgezahlt. Und das hat den folgenden Vorteil, den Matthias eben schon angesprochen hatte. Menschen mit einem geringen Einkommen kaufen wenig, konsumieren wenig, haben also einen geringen CO2-Ausstoß, zahlen absolut, also wenig CO2-Steuer. Im Gegensatz zu jemandem, der viel Geld hat, ein großes Auto, große Wohnung, viel fliegt, sage ich mal, ein hohes Einkommen hat, der zahlt mehr CO2-Steuer. Und wenn ich jetzt pro Kopf gleich viel zurückbekomme, sowohl der Reiche als auch der Arme, dann entlaste ich gerade die Menschen mit geringerem Einkommen und belaste die Menschen mit einem höheren Einkommen. Das heißt, durch eine CO2-Bepreisung schaffe ich Anreize für Unternehmen, CO2 einzusparen, weil sie Geld sparen, und habe den sozialen Ausgleich. Also wenn man es schlau macht, dann kann man CO2 reduzieren. Das klingt nachvollziehbar bei Unternehmen, aber die Idee ist ja auch Verkehr und Gebäude. Das sind ja so zwei Punkte, die bisher gar nicht auf dem Zettel waren. Dass man die auch besteuert. Tim, ja. Ja. Dazu gibt es aber auch schon Studien, zum Beispiel von dem Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, der explizit dazu schon eine Studie veröffentlicht hat, und zwar ob eine CO2-Steuer, wie man die sozial verträglich gestalten kann. Also genauso wie der Herr Nellis gerade eben gesagt hat, oder Herr David besser gesagt, dass es regressiv wirkt, also dass ärmere Haushalte nicht mehr belastet werden als reichere Haushalte. Und das könnte man erreichen durch eine sogenannte Klimaprämie, laut dieser Studie. Dass man dort dann 80 Euro pro Jahr pro Einwohner zurückerhält, und dadurch würden ärmere Haushalte sogar leicht entlastet und nur reichere Haushalte leicht belastet werden. Dass dort dann sogar eine leichte Umverteilung stattfinden könnte. Weil das Beispiel, was immer wieder genannt wird, ist, was ist mit der armen Pendlerin, die in einem ungedämmten Haus wohnt? Was ist mit der? Würde die, ja? Ja, da gibt es ja bei der Steuererklärung die Pendlerpauschale. Mhm. Da wird ja angegeben, wie viele Kilometer man fährt. Und da hat man natürlich die Möglichkeit, über die Hochsetzung der Pendlerpauschale die Menschen eben zu entlasten. Und Moment, nein, da muss ich jetzt einhaken. Ich meine nicht 100% entlassen, weil dann fährt man ja weiter mit dem Auto. Sondern man kann ja teilentlassen. Sonst ist die Lenkungswirkung ja wieder weg. Aber man kann an der Stelle auf jeden Fall teilentlasten. Und zu dem ungedämmten Haus. Die Schweiz macht es so, die nehmen 2/3 der Einnahmen aus der CO2-Steuer, um sie zurückzuverteilen. Und das andere Drittel wird eben dann dafür genutzt, um Klimaschutzmaßnahmen bei jedem Einzelnen zu Hause umzusetzen, um beispielsweise das Haus dämmen zu lassen, das zu subventionieren und zu fördern oder Photovoltaikanlagen auf Dächern zu installieren. Frau Brendel? Genau, also oft wird bei dieser Sozialverträglichkeitssache vergessen, dass es eigentlich darum geht, runterzuschrauben. Das heißt, es geht nicht darum, irgendwie die Sachen anders zu verteilen, dass jetzt die Ärmeren mehr fliegen und die Reicheren weniger. Nein, es muss insgesamt weniger geflogen werden, weniger Auto gefahren werden, weniger Fleisch. Also es geht um Verzicht. Und und deshalb sind auch so Sachen wie Pendlerpauschale oder also solche Steuerbegünstigungen, die eigentlich ein sehr klimaschädliches Verhalten belohnen oder ausbügeln oder wie auch immer abfedern, auch abzuschaffen und anders umzuwandeln. Also zum Beispiel könnte man die Überschüsse aus so einer CO2-Steuer viel besser in den Ausbau von öffentlichem Nahverkehr oder wie auch, also in echt sinnvoll in Dämmungsmaßnahmen, in so Sachen stecken,
statt es trotzdem weiterhin den Ärmeren zu ermöglichen, noch mehr CO2 rauszupusten. Also es müssen eigentlich alle runter. Und von daher es ist kompliziert, ja. Es ist kompliziert und ja. Wenn wir die perfekten Lösungen hätten, säßen wir am Tisch des Klimakabinetts. Aber trotzdem dürfen wir darüber nachdenken. Und Herr Billen hat nämlich auch gleich noch ein Schlüsselwort genannt, Stadt, Land. Aber erstmal Sie, Herr Heck. Ja, ich finde auch immer eigentlich relativ einprägsam, um darauf zurückzukommen mit dem Verzichten. Also es ist natürlich immer schwer, den Leuten zu vermitteln, auch da muss man die Politik dann auch verstehen. Ich meine, wer jetzt, man sieht das an dem Thema Tempolimit, was vor kurzem mal nochmal zur Sprache kam, da ist mit Verboten dann immer schwer, Politik zu machen oder auch eben Wähler zu gewinnen. Mit dem Verzicht ist es ähnlich. Also wenn man ehrlich wäre, müsste man dann einfach sagen, wir müssen verzichten. Wenn man weiß, dass wir in Deutschland im Moment ein Äquivalent von 3 Erden an Ressourcen pro Jahr verbrauchen, dann kann man sich selber ungefähr ausrechnen, wie viel wir kürzer treten müssen. Und ja, dann kommt es eben nicht umher, dass wir bei vielen Sachen einfach verzichten und nicht immer versuchen, durch irgendwas mehr irgendwas einzusparen. Aber ist das genau das Problem Ihrer Partei, Herr Willen, dass man natürlich, die Union kann schlecht mit Steuererhöhung, das macht sich nicht gut, das passt irgendwie nicht. Da brauchen Sie ein Äquivalent für. Was wäre Ihre Lieblingsmaßnahme, die am 20. September beschlossen werden sollte? Also man darf hier nicht ganz vergessen, dass wir in Deutschland nicht so ganz allein auf einer Insel leben, rundum ist Meer und wir können gerade machen, was wir wollen, das hilft. Oder das hilft nichts. Also wenn wir schon über CO2-Steuerung, Emissionssteuerung reden, mindestens europäisch, mindestens. Und europäisch müssen wir dann Emissionen steuern, Emissionshandel teurer machen und billiger machen, damit wir auch noch wirtschaftlich mithalten können. Im Moment habe ich so das Gefühl, wie wir Bauern in der Eifel manchmal sagen, im Moment geht es uns so gut, dass der Esel munter auf dem Eis tanzt. Ja? Also wir tanzen auf dem Eis und könnten ja alles regeln, weil wir haben Arbeitsplätze, wir schaffen nicht mehr gerade so viel, weil wir haben ja sowieso, wir verdienen viel Geld, alles gut. Ich gönne jedem sein Einkommen, ich hoffe, dass jedem sein Einkommen behält. Aber wir marschieren auch nochmal in andere wirtschaftliche Zeiten, und dann sollten wir schön europäisch im Gleichgewicht marschieren. Ansonsten ist Deutschland dann ganz arm dran. Und darüber muss man nachdenken. Und wenn wir dann über Besteuerung und Verteuerung von bestimmten Produkten reden, habe ich doch gar nichts dagegen. Ich habe nur was dagegen, dass wir dann eine hochkomplizierte Verteilung hinten dran machen, wie wir das Geld dann an die, die nicht gerade so viel Geld haben, wieder zurückgeben können. Das ist höchst kompliziert. Und wenn wir dann von der Reichensteuer reden, die redet die SPD ja gerade im Moment davon, die hat ja wieder neue, also die Reichen. Ich wüsste mal gern, wo fängt da bei euch der Reichtum an? Nicht, dass hier im Saal schon mehr Reiche sitzen wie Arme. Erst David Nellis, dann haben wir hier aus dem Publikum was. Ja. Also zum ersten Punkt, wir tanzen nicht alleine als Esel auf der Eisscholle, wie Sie es gesagt haben, sondern wir tanzen unsere europäischen Nachbarn mit. Wenn man mal über die Landesgrenze hinausschaut, in Spanien wurde beschlossen, ab 2040 keine Verbrennungsmotoren mehr zuzulassen. In der Slowakei will man 2023 aus der Kohle aussteigen. In Finnland will man 2035 klimaneutral sein. Die Norweger wollen 2030 klimaneutral sein. Das heißt, wenn wir über die Landesgrenze hinausschauen, wir sind da nicht alleine unterwegs. Wir sind nicht der Klimavorreiter in der Welt. Und da würden extrem viele Länder auch in der Europäischen Union mitziehen. Die Chinesen haben einen Emissionshandel eingeführt, den kann man an den europäischen Emissionshandel koppeln. Das heißt, es ist nicht nur Europa, sondern die ganze Welt arbeitet daran, Emissionshandelssysteme, also Bepreisung von CO2, einzuführen. Und der zweite Punkt war genau das komplizierte Zurückzahlsystem. Und zwar über die CO2-Steuer, die eingenommen wird. Den Betrag kann man relativ leicht ausrechnen. Und den muss man nur durch 82 Millionen Und den muss man nur durch 82 Millionen teilen, durch die Anzahl der Menschen in Deutschland und verteilt und kann das dann ganz einfach über die Gesundheitskassen zurück abrechnen. Das wird in der Schweiz schon gemacht. Das ist kein hochkompliziertes System, durch 82 Millionen zu teilen. Herr Willen. Die Politik hat auch mal schön die Ökosteuer eingeführt. Die sollte dann auch für die Ökologie sein. 100 Millionen sind nicht, gehen allein in die Rentenkasse. Also nur, damit wir wissen, wo das Geld hingeht und wie mit dem Geld, wenn der Politik es bis in der Hand hat. Ich sage euch das, ihr glaubt mir heute nicht. Aber ihr werdet sehen, wenn die Politik das Geld bis hat, gibt es euch auf jeden Fall nicht mehr freiwillig zurück. Ich wollte,
Ich hab nur deshalb gelacht, weil ich merke schon, das ist hier der diskutierfreudigste Tisch. Gleich kommst du, David. Nellis darf darauf noch reagieren. Dann machen wir es als CO2-Abgabe. Dann ist im Grundgesetz verankert, dass das zurückgezahlt werden muss. Zweckgebunden. Okay. Kann man alles regeln. Jetzt. Ja, also vieles wurde eigentlich schon gesagt. Ich wollte nur mal fragen zum Thema Emissionshandelssystem und Kompliziertheit der CO2-Steuer. Wenn man die Studien des Deutschen Instituts für Wirtschaft über die CO2-Steuer gegenüber der Studie vom Öko-Institut über den Emissionshandel vergleicht, dann wird ganz schnell deutlich, der Emissionshandel ist deutlich komplizierter einzuführen als die CO2-Steuer. Und auch Ihr Beispiel von der Ökosteuer bekräftigt das eigentlich, weil die Ökosteuer, das Gesetz hat nur 7 Seiten gehabt und ging scheinbar ziemlich einfach vom Tisch. Warum finden Sie jetzt, ist die CO2-Steuer so kompliziert und der Emissionshandel so einfach? Herr Bill? Die Frage geht, glaube ich, an Sie. Ja, ich bin immer noch der Meinung, dass wir keine CO2-Steuer einzeln einführen sollten und zumal nicht mit dem Rückgabesystem, sondern ich sehe über den Emissionshandel und über bestimmte andere politische Maßnahmen, da gehen wir dann aber wirklich in die Außenhandelsbilanzen rein, was kauft man noch, was kauft man nicht mehr, viel mehr Chancen, etwas für das Klima insgesamt auf dieser schönen Erde zu tun, wie dass wir hier eine CO2-Steuer hin und her uns selber ein Stück beruhigen. Und es gibt einen zweiten Grund, warum ich ein relativ scharfer Gegner der CO2-Steuer bin. Ich wohne in einem ganz kleinen Dorf in der Eifel. Simmern ist dann schon ein größeres Dorf im Bunsbuckel, aber ich wohne im ganz kleinen Dorf in der Eifel. Und 68% der Menschen wohnen im ländlichen Raum. Und 68% der Menschen werden beweglich sein müssen. Und ich sehe die Zukunft, dass die Busse in die kleinen Dörfer stundentaktmäßig reinfahren, damit wir genau dahin kommen, wo wir hin wollen und wieder zurückfahren. Die Zukunft sehe ich noch nicht. Die kommt irgendwann bei 5G und autonomem Fahren. Da sind wir auch noch ein Stück von weg. Und dafür sage ich, CO2-Bepreisung trifft uns hier. Den Hunsbuckel, die Eifel, den Westerwald. Trifft nicht Mainz, trifft nicht Berlin, trifft nicht Ludwigshafen. Busse sind gerade hier ein ganz schlechtes Stichwort, aber das wissen Sie vermutlich. Da hinten gibt es noch eine Frage. Ja, Herr Billen, hier sind ganz viele junge Leute, die von Ihnen mit Sicherheit hören möchten, was Sie als umweltpolitischer Sprecher der CDU vorhaben zu tun. Bisher haben Sie im Wesentlichen hier von sich gegeben, was Sie alles nicht wollen und was alles schlecht ist. Ich habe in den vergangenen 20, 30 Jahren, wie lange sind Sie jetzt im Landtag, eigentlich also umweltpolitisch waren sie eher unauffällig, würde ich mal sagen. Das soll jetzt keine Kritik sein, jeder nach seinem Gusto. Aber in Erscheinung getreten sind sie für mich damals mit Polizeidatenskandal, Bankenfusion, Ausbau Flughafen Bitburg. Jetzt würde ich ganz gerne von Ihnen hören, wo sind denn die Aspekte, die Sie jungen Leuten mitgeben können, was die Politik, speziell Ihre Partei, für das Klima und gegen den Klimawandel tun kann und nicht, was nicht getan werden kann. Also junge Leute müssen ja eine Zukunftsperspektive sehen, auch in der Politik. Das Erste, was sie tun können, sie können sich politisch engagieren, sie können in Parteien gehen, sie können in Jugendparlamente gehen und sie können anfangen, Beschlüsse zu fassen und Beschlüsse in den Parteien umzusetzen, damit dann das, was sie für vernünftig halten, auch zukünftige Politik wird. Das ist das eine. Jetzt die Frage, was tun wir denn? Was tun wir denn, damit Jugend sich angesprochen fühlt? Ich glaube, ich habe die Frage, darf ich die Frage gerade noch mal präzisieren? Ich habe die Frage so verstanden, die ging gezielt an die CDU, welche Maßnahmen die CDU im Blick hat, was die Partei plant in Sachen Klimaschutz. Es ging gar nicht so sehr darum, die jungen Leute anzusprechen, sondern ich glaube, inhaltlich Klimaschutz, so habe ich es verstanden. Ja, und was die CDU plant, sind leider im Land Rheinland-Pfalz in der Opposition, aber im Bund sind wir ja in der Regierung. Die CDU setzt sich im Moment inhaltlich auseinander für die Zukunft,
Wo wollen wir hin? Die CDU will keine CO2-Steuer. Nein, nicht mehrheitlich. Gibt es Gutachten dann dafür? Sondern die CDU will wirklich den Weg, dass wir sagen, wir wollen den Menschen die Perspektive geben und in Deutschland allein werden wir das Problem nicht lösen. Also nochmal, ich will den jungen Menschen und die CDU will den jungen Menschen sagen, ihr entscheidet, was ihr macht. Aber vielleicht, um es noch mal konkreter zu machen, also wäre dann so eine Position wie jetzt von Herrn Söder aus Bayern, geringere Mehrwertsteuer auf Bahnkarten oder Aufforstungsprogramme, sind das Programme, mit denen Ihre Partei unterwegs ist, hier in Rheinland-Pfalz? Ich gehe sofort mit, wenn wir sagen, wir versuchen und wir machen es realistisch, wir verbilligen den ÖPNV. Wir machen ÖPNV für preiswerter und wir suchen andere Einnahmen, um den ÖPNV bezahlen zu können. Hatten wir früher außerdem schon mal, bin ich sofort bei Ihnen. Wir versuchen, ÖPNV so preiswert wie möglich zu machen. Jetzt ist er aber in Rheinland-Pfalz schon relativ preiswert. Sag ich nochmal, weil, ja. Also ich finde, der ist, jetzt teurer als in der Großstadt. Also nochmal, die Idee, 365 Euro für eine Jahreskarte ÖPNV und die können überall hinfahren, die ist gar nicht so schlecht. Aber wir müssen dann auch durchdiskutieren, wie viel Geld das den Staat kostet, ist es bezahlbar. Hier vorne gibt es noch eine Frage. Ich finde, im Podium ist die Diskussion leider auch ein bisschen in die Richtung gegangen, warum so vieles nicht geht. Ich denke, die jungen Leute haben das so nicht verdient. Ich möchte nur ein paar Anregungen geben über das, was die jungen Leute vielleicht noch nicht wissen, was aber auch mich so treibt. CO2-Steuer, CO2 entsteht, wenn ich Energie verbrauche und Energie kaufen wir im Wesentlichen in Russland und in Saudi-Arabien und in der Region. Wir haben gar kein Problem, Öl zu bezahlen. Für ein Liter Öl werden 15 Kubikmeter Luft verbraucht. Die holen wir irgendwo her. Die haben wir noch nie bezahlt. Jetzt gibt es plötzlich in Brasilien die Informationen, die da vorliegen, die sind leider sehr bescheiden. Da gibt es bessere. Man müsste mal da das Bewusstsein schaffen, wie viel Luft wird da verbraucht. Und wenn man jetzt mal guckt, wie viel Geld wird jetzt ausgegeben für diese Brände, wenn ich diese Zahl jetzt vergleiche, Bangladesch hat für das Erdbeben in Haiti 250 Millionen gegeben. Bangladesch. Wie viel gibt jetzt die EU für diese Tausende von Kubikmeter Sauerstoff, die sie dauernd von Brasilien kriegt? Diese Dinge müssen auch mal wirklich fairer diskutiert werden und nicht hier dauernd, warum geht irgendwas nicht? Danke. Dankeschön. Ich glaube, da hinten war noch eine. Ja, Herr Billen, ich habe an Sie noch eine Frage. Also ich bin selbst Pendler, ja, und fahre fast 30 Kilometer am Tag. Ich fahre mit einem Auto, das jetzt 6 Liter verbraucht. Ich würde natürlich gerne auch mit einem Auto fahren, das 3 Liter verbraucht. Und deshalb habe ich Sie jetzt angesprochen. Nämlich Anfang der 90er Jahre war es ein Joschka Fischer mit seiner Partei, die den Vorschlag gemacht haben, den Benzinpreis so zu erhöhen, dass die Industrie genötigt ist, bessere Motoren zu entwickeln. Das hat Sie, auch Sie persönlich und Ihre Partei sind da an die Decke gegangen, wie unverschämt und unsozial das ist. Ich würde jetzt gerne, bevor Sie weiter Parteischelte über die anderen betreiben, mal hören, ja, wir als Union haben falsch gelegen jahrelang und wir müssen unseren Kurs jetzt massiv korrigieren. Also, dass die CDU nicht immer richtig gelegen hat, kann ich Ihnen gerne bestätigen. Aber ob sie richtig oder falsch liegen, sehen Sie nach Entscheidungen sehr oft erst später. Aber bei der Entscheidung zu sagen, wir machen die Sprit nicht auf 5 Mark, lahmen wir richtig, da bleibe ich dabei. Weil, denken Sie bitte daran, dem Millionär ist es egal. Dem sehr gut verdienen, von dem hier immer geredet wird, dem ist es egal, was der Sprit kostet. Der fährt dann immer noch und der fährt immer noch ein großes Auto. Und wenn wir unsere Autoindustrie weiter in die Enge drücken, für sie kaputt zu machen,
Wir brauchen auch die Arbeitsplätze. Die Autoindustrie ist unser größter Arbeitgeber. Das wird sehr oft vergessen. In der Diskussion über vieles wird das sehr oft vergessen. Ich war jetzt bei Porsche. Die bauen einen Elektro-Porsche. Da habe ich gedacht, was will der Porsche mit dem Elektro-Porsche? Bauen Externale dafür. Ja, wissen Sie, für wen die den Elektro-Porsche bauen? Die bauen die, damit sie mit dem Emissionshandel klarkommen. Sonst kommen sie nämlich mit dem Emissionshandel nicht klar. Eine Folge des Emissionshandels, auch des Druckes, der da drin ist. Sondern die bauen den Elektro-Porsche für die Scheichs in Arabien, weil die fahren gerne einmal ganz schnell. Nicht weit, aber einmal ganz schnell. Und mit dem Elektroauto hat man halt Geschwindigkeitsbeschleunigung von 0 auf 100, die wir sonst nicht zu erreichen sind. Also insofern, nochmal, wir können doch nicht alles jetzt über Bord werfen und sagen, wir machen wir alles nicht mehr. Ich hatte mir vorgenommen, wenn ich hier hinkam, und gesagt, du kannst das nicht erzählen. Aber wie in eurem Alter war, da bin ich mit dem Pferd und im Rechen über die Wiese gefahren und habe jeden Heuhalm eingesammelt. Und weh, ich habe vergessen, an der richtigen Stelle so eine Klappe zu treten, damit er nicht auf einem Haufen, dann gab es einen Anschiss von den Eltern. So haben wir damals noch für Heu und Lebensmittel gekämpft. Und heute fahren wir mit einem klimatisierten Traktor, haben Auflagen, die hätten wir früher gar nicht können, an Hygienestandards erfüllen und produzieren die besten Lebensmittel und kriegen dann gesagt, ja, ihr Bauern macht die Umwelt kaputt. Ist doch nicht wahr, im Gegenteil. Frau Brendel, Sie wollten eben noch was sagen. Ja, jetzt schon wieder ein Stück Weitergang. Ich wollte noch mal zurückgehen dazu, dieser 5 Mark pro Liter Diskussion und was... ist kein Problem, wir können auf den anderen Punkt noch mal zurückgehen. Okay, was Sie auch geantwortet haben, ja, das wird dann schnell eben sozial unausgewogen. Da gibt es aber auch andere Möglichkeiten. Also oft wartet die Industrie eben auf Zeichen aus der Politik, in welche Richtung müssen wir denn entwickeln. Und wenn man das so frei laufen lässt, dann wollen die Leute, das ist auch so ein psychologisches Grundbedürfnis, so ein fetter SUV, der suggeriert Sicherheit, der suggeriert Status, der wird gekauft. Das heißt, man könnte es machen, zum Beispiel wie die Japaner, die haben für irgendwie Elektrogeräte, jedes Jahr wird geguckt, welcher Standard in der Industrie, also welche Firma hat jetzt den niedrigsten Verbrauch geschafft, das ist der neue Standard. Alle anderen dürfen nur noch irgendwie 2 Jahre verkauft werden, ab dann nur noch solche. Das heißt, es gibt dann einen Anreiz, im Wettbewerb der einzelnen Firmen untereinander immer besser zu werden. Und so kann man sowas auch steuern. Also man muss nicht immer über den Preis und über die Verbraucher gehen. Man kann der Industrie auch anders die Wege weisen. Interessant finde ich auch einen Aspekt, also sowohl Herr Billen sagt ja, wir können das hier alles nicht im Kleinen für uns selber regeln. Es gab aber auch von Ihnen die Anmerkung aus dem Publikum, man muss das Ganze ja globaler betrachten, zwar jetzt aus unterschiedlichen Perspektiven, aber wie sehen Sie das, Herr Heck? Sind Sie ausschließlich auf Ihre Gemeinde, auf Ihren kleinen Kreis bezogen oder haben Sie das große Ganze im Blick? Und wir müssen da schon, wenn gerade unter dem Punkt Gerechtigkeit, global denken, weil wir, die Industrieländer, auf Kosten der ärmeren Länder leben? Also ich denke, wir sollten schon immer im Kleinen denken, was halt regionale Wirtschaft angeht und die regionalen Strukturen zu stärken. Dürfen natürlich bei den Sachen, die wir jetzt nicht regional beziehen können, eben die ausländischen oder die globalen Verhältnisse und Zusammenhänge nicht aus dem Blick verlieren und überhaupt die Zusammenhänge mal sehen, sage ich jetzt mal. Das ist hauptsächlich, also wenn wir ein Produkt im Supermarkt kaufen, sehen wir ja meistens nicht, was dahinter steckt. Noch gerade 2 Sachen, die ich mir noch aufgeschrieben hatte zum ÖPNV. Also in Luxemburg ist es ja tatsächlich so, dass sie demnächst den ÖPNV umsonst haben, komplett im Land. Also das ist schon mal eine Nummer, wo sich Deutschland ja definitiv noch eine Scheibe abschneiden kann. Und dann ist es so, wir gehen in Deutschland auch gerne, eben um das Thema Verzicht zu umgehen, gerne die Subventionsschiene. Es war neulich noch eine Studie, dass wir zum Beispiel den Diesel subventionieren, den Kerosin ist verbilligt. Wenn wir zum Beispiel die Dieselsubventionen komplett streichen würden, dann könnte man mit der Summe, ohne jetzt irgendwie zusätzlich Geld zu generieren, alle Stadtbusse elektrifizieren. Das wäre was, was der breiten Masse zugute käme. Im Gegenzug dazu wird, wie vor Jahren bei der Abwrackprämie, jetzt mit den 4.000 Euro Umweltprämie, jetzt wieder die Autoindustrie gehätschelt. Und da können sich dann im schlimmsten Fall Leute, die sich eben ein Porsche als E-Auto oder ein E-Tron, ein 2,6 Tonnen Panzer für 120.000 Euro kaufen können, kriegen dann noch 4.000 Euro geschenkt. Das ist einfach komplett die falsche Herangehensweise. Da hinten gab es noch eine Frage. Ah, hier auch. Okay, danach sind...
gehe ich hier nach drüben. Ich sehe das durch die Scheinwerfer nicht immer so ganz gut. Ja, bitte. Hallo erstmal. Und zwar, ich hätte eine Frage. Und zwar, Sie meinten ja sozusagen, der Bauer wäre ja an einem schuld. Und zwar, da hätte ich jetzt die Frage, und zwar, weshalb könnte man nicht von der Viehzucht beispielsweise auf die Insektenzucht umsteigen? Und zwar ist es ja so, dass durch die Viehzucht viel mehr Fläche benutzt wird und auch viel mehr CO2-Ausstoße kommen. Aber wenn man nun sozusagen auf die Insektenzucht rübergeht, da vermindert sich ja die Fläche, die wir benutzen. Und der CO2-Ausstoß würde sich ja sozusagen vermindern. Aber weshalb macht es dann sozusagen kein Bauer? Das ist jetzt hier die Frage. Also, Herr Billen, die Frage geht, glaube ich, an Sie. Könnten Sie sich vorstellen, künftig Heuschrecken zu züchten, die wir dann gegrillt verspeisen? Nein, aber es gibt Kollegen, die es machen. Finde ich sogar gut. Kollegen, die sich damit beschäftigen, die das auch tun. Nur eins müssen wir wissen. Ab einer bestimmten Höhe und ab einem bestimmten Bodenverhältnisse gibt es nur Grünland. Das wollen wir ja auch. Gesundes, gutes Grünland. Und Kühe fressen Gras. Und da gibt es noch ein paar Grasfresser, aber das sind immer Tiere. Also ich wusste noch nicht, dass andere das fressen. Und die wandeln das dann um. Und wir müssen ein Stück aufpassen, dass wir in der Diskussion, und da bin ich wieder bei dem Globalen, nicht dazu kommen, dass wir hier sagen, die Lachgase und der Methangas, was das Vieh produziert, das ist so klimaschädlich, wir dürfen hier kein Vieh mehr halten. Aber wir holen dann von Brasilien, oder nicht nur Brasilien, sondern Argentinien und überall, aus der Steppe holen wir dann das gute Vieh, das essen wir dann in den Lokalen, die guten Steaks. Ich empfehle jedem zu schauen, wissen Sie, wie dort Vieh gemästet wird? Dagegen haben bei uns das Vieh eine große Freiheit. Die sind nämlich rundherum eingefärscht, dann wird rundherum mit Mais gefahren und wenn sie gut sind, werden sie geschlachtet und werden hier rübergebracht mit dem Schiff. Also insofern bitte da genau hinschauen. Das hat auch wieder was mit lokal und global zu tun. Und wir brauchen das Vieh zur Verwendung und zur Nutzung unserer Weiden, unserer guten Weiden, zum Erhalt des schönen Grünlandes. Und das gute Grünland brauchen wir wieder, wenn wir die Insekten und wenn wir die Flora, Fauna und die Tiere alle erhalten wollen. Tim, du wolltest gerne noch was sagen. Herr Behn, wenn ich Sie richtig verstanden habe, haben Sie vorhin gemeint, dass wenn wir hier irgendwas für Klimaschutz tun, dass das nicht so viel bringen würde und die Wirtschaft sehr, sehr geschadet werden würde. Aber jetzt hat Herr David ja gerade eben schon gesagt, also Herr Nellis, in der Schweiz gibt es schon eine CO2-Steuer. Deutschland ist auf gar keinen Fall ein Vorreiter. Allein in der EU, also allein in Europa, gibt es 15 Länder, die bereits eine CO2-Steuer haben. Und klar, man muss natürlich global handeln, wie gerade eben auch gesagt wurde, der Amazonasbrand, der kann von den Ländern dort vor Ort nicht alleine gerettet werden. Dort muss man dann eingreifen, dass man dort dann zum Beispiel koppelt, wenn ihr euch für den Schutz des Regenwaldes einsetzt, geben wir euch zum Beispiel mehr Entwicklungshilfe oder bessere Handelsabkommen, dass dort dann die Bevölkerung an die Regenwälder zum Beispiel gebunden werden kann. Allerdings muss man auch selber anfangen. Man kann nicht einfach nur sagen, ach, nö, die anderen machen auch nichts, also fangen wir auch nicht an. Es geht hier um unsere Zukunft. David Nellis gleich da drüben war. Ich weiß nicht, wo das Mikrofon ist. Da, sehr gern. Ja, also es wurde jetzt immer wieder über den Einzelnen geredet und was der Einzelne tun kann. Und jetzt mal als ein Beispiel, was vorhin aufgekommen ist, der Pendler. Also viele Pendler pendeln ja nicht freiwillig, sondern aufgrund dessen, dass entweder der Wohnraum viel zu teuer ist oder andere Dinge. Und niemand pendelt freiwillig mit dem eigenen Auto, auch weil das ja eben auch den CO2-Ausstoß erhöht. Und da ist eben das Problem, die Wohnungen sind viel zu teuer und der Nahverkehr ist einfach viel zu schlecht ausgebaut. Im Moment in der Schule haben wir keine Schulbusse und jeder muss selbst mit dem Auto hergekommen fahren. Und das ist eben so eine Sache, da müsste die Politik handeln. Und da kann man nicht sagen, ja, da muss der Einzelne handeln. Die Politik kann da ja nicht viel machen, weil genau das ist, wofür die Politik eigentlich da ist, was die Politik regeln sollte. Oder liege ich da komplett falsch? Also ich glaube, in der ganzen Diskussion darf man sich nicht darauf versteifen, ob das jetzt nur global gelöst werden kann oder nur der einzelne Mensch das leisten kann. Und ich glaube, da sind wir uns alle hier in dem Raum einig, dass man das sowohl jeder Einzelne seinen Beitrag leisten muss, als auch die Politik die Rahmenbedingungen setzen muss. Es funktioniert nicht, dass nur die Politik die Rahmenbedingungen setzt und es funktioniert auch nicht, wenn nur jeder Einzelne versucht, seinen Beitrag zu leisten und die Politik in den Schoß legt. Ich wollte vorher noch, bevor ich gleich darauf noch kurz eingehe, ganz kurz was zum
Herr Billen sagen, beispielsweise, was er gesagt hat zum Thema Weideland, da hat er natürlich mal einfach einen Punkt. Weil bestimmte Flächen, die jetzt aktuell für Viehwirtschaft genutzt werden, da kann man nun mal keine Nahrung, keine pflanzliche Nahrung für Menschen anbauen. Dieses Grasland, was da wächst, kann nur von Tieren verwendet werden. Und wenn jetzt beispielsweise es darum geht, diese Erhöhung der, die Erhöhung der Mehrwertsteuer für Fleisch, wenn wir das in Deutschland beispielsweise machen würden, um dadurch die Haltungsbedingungen für Tiere zu verbessern, dann stimmt nun mal dieses Argument, dass, wenn das im Rest von Europa nicht gemacht wird, deutsches Fleisch dadurch teurer wird, weil wir die Haltungsbedingungen verbessern und plötzlich das polnische Billigfleisch bei uns im Supermarkt liegt und der jeder Einzelne dann zum polnischen Billigfleisch greift, dass wir dann halt irgendwann keine Viehhaltung mehr in Deutschland haben und nur noch das Fleisch aus Osteuropa oder anderen Ländern essen. Und da gibt es, dann macht die Welthandelsorganisation wieder einen Strich durch die Rechnung, da gibt es nun mal kein Gesetz, was uns das verbieten kann innerhalb der Europäischen Union. Und da muss dann jeder Einzelne seinen Beitrag leisten und eben bereit zu sein, mehr für dieses Fleisch auszugeben. Und wo die Politik dann wieder den Beitrag leisten kann, ist beispielsweise bei den aktuellen Bränden im Amazonas-Regenwald in Brasilien eben über dieses Mercosur-Abkommen, also das Handelsabkommen mit den Staaten in Südamerika, darüber Druck auf Brasilien und die anderen Regenwaldstaaten auszuüben und sie dadurch daran zu hindern, indem man bestimmte Klauseln reinschreibt, so und so viel Regenwald muss geschützt werden, so und so viel Hektar, ihr dürft noch so und so viel abholzen, dass man darüber Druck auf die Staaten ausübt. Also es braucht immer beides. Es funktioniert niemals, dass nur jeder Einzelne seinen Beitrag leistet oder eben nur die Politik. Ja, ich hatte da noch eine Anmerkung zu den Relationen, die hier immer wieder benutzt worden sind. Der Herr Billen hat oft verwiesen an Brasilien und die dritte Welt, die Globalisierung. Auch im anderen Maßstab dann die arme Pendlerin in ihrer schlecht isolierten Wohnung, die zu ihrem prekären Job fährt, und da muss man doch dran denken. Nein, das sind doch immer die anderen, die hier die Gesetze machen. Wenn wir eine CO2-Bepreisung kriegen, dann zahlt RWE für die Braunkohle, das der größte Emittent in Europa ist. Wir, die Industrienationen, sind diejenigen, die das Klima versauen. Und es ist die konventionelle Landwirtschaft, die unsere Böden versauen. Deswegen haben wir das Verfahren von der EU mit dem Nitrat, Richtwerten, die meilenweit überschritten werden. Weiterhin wäre es doch endlich mal schön, wenn die Frau Klöckner als zuständige Ministerin das mal hinkriegen würde, dass jeder Bauernhof nur so viele Tiere halten kann, wie er mit seinen eigenen Flächen Futter anbauen und die damit füttern kann. Wie wäre es denn damit? Es sind nämlich die Kleinbauern. Ja? Da können hier 15 Milliarden Menschen sein auf der Welt. Solange wir genug Kleinbauern haben, kriegen wir die auch ernährt. Das gebe ich direkt mal an Sie weiter, Herr Billen. Ich unterstelle jetzt mal, Ihr Draht zu Frau Klöckner war zuletzt nicht der beste, aber wäre das eine Anregung, die Sie ihr weitergeben würden? Ich habe die Anregung nicht ganz verstanden. Ob man die kleinen Bauern, also ob man quasi Landwirte dahingehend beschränkt, dass man sagt, sie dürfen nur so viele Tiere halten, wie sie aus eigenem Futteranbau ernähren können, um die kleinen und mittleren Betriebe zu stärken. Es gibt in Rheinland-Pfalz, aber auch deutschlandweit schon längst die Regelung, dass sie einen hohen Zuschuss kriegen, wenn sie nur eine GV pro Hektar, das nennt man eine Großvieheinheit, eine Kuh auf den Hektar, damit kriegen sie eine Kuh gut satt, kriegen sie eine gute Förderung. Das nehmen auch manche Bauern in Anspruch. Sondern die Frage ist, ich bin ja Bauer und ich musste meine beiden Söhne, ne, ich musste nicht, sondern ist mir gelungen, meine beiden Söhne und den Sohn meines Bruders davon überzeugen, dass Landwirtschaft ein schöner Beruf ist, dass man keine 365 Tage arbeiten muss. Und ich musste sie davon überzeugen, dass man in der Landwirtschaft genügend Geld verdient, um zu existieren. Und das machen die auch. Und dann werden Sie nicht erleben, Sie können hier rundherum in die Bauernhöfe gehen. Sie finden hier und da eine Ausnahme, das leugne ich ja gar nicht. Es gibt in jedem Berufsstand auch schwarze Schafe. Aber die meisten Bauern produzieren erstens ihr Futter überwiegend selber, nicht alles. Eiweiß ist eine Frage. Wenn man Eiweiß selber produziert, wird es ein gut Stück teurer, muss umgestellt werden. Und die zweite Frage, die hinten dran hängt, die meisten machen das, produzieren artgerecht, tiergerecht,
Milch oder Fleisch. Und insofern haben wir hier das Problem, was manch einer meint, nicht. Wobei das ist auf EU-Ebene ja schon so, dass die größeren Betriebe bisher stärker subventioniert werden als die kleineren Betriebe. Das war ja zuletzt auch vor der Europawahl groß in der Diskussion, dass da was geändert werden soll. Die Diskussion kommt daher, das ist auch angreifbar, das wird auch jetzt geändert, dass jeder Hektar Land gleich hoch bezuschusst wird von der EU. Und dann hat natürlich der 5000 Hektar Betrieb des Grafen XY oder der 7000 Hektar Betrieb im Osten eine so hohe Förderung, der bräuchte eigentlich nichts mehr zu produzieren, dann würde er gut existieren. Und das müssen wir ändern, weil wir brauchen eine aktive, aber auch gesunde Landwirtschaft, aber mit Einsatz modernster Maschinen, weil sonst finden sie keinen mehr, sie finden keinen mehr, der die Sense dengelt und dann anfängt geht zu mähen. Das wird es auf dieser Welt nicht mehr geben. Sie finden auch keinen mehr, der 365 Tage nur arbeitet und keinen Urlaub macht. Also insofern muss auch Landwirtschaft modern, höchst modern sein, aber Modernität und Maschinen helfen auch dem Vieh, helfen auch dem Boden, um gut zu sein. David Nelles, und dann würde ich gerne hier rübergeben nochmal. Ja, das Problem sind ja wahrscheinlich, oder höchstwahrscheinlich nicht die wenigen Bauern, die ein paar Kühe haben und nur ein paar Schweine haben und entsprechende Flächen haben, die zu ernähren, sondern das Problem sind ja die ganz, ganz wenigen riesigen, großen Betriebe, beispielsweise in NRW. Genau, Sie haben ja eben davon gesprochen, wir sprechen global, wir sprechen ja jetzt auch nicht über Rheinland-Pfalz, sondern jetzt sprechen wir mal über Deutschland. Und in Deutschland gibt es eben ganz, ganz wenige Betriebe, die aber extrem groß sind, die ganz großen Massentierhaltungen. Und da gab es eben mal das, was der eine, wo sitzt der? Der gerade eben gesprochen hatte, der eine Zuhörer eben gesagt hatte, eben diese Flächenbindung. Und dieses Gesetz gab es ja mal. Das werden Sie wahrscheinlich als Bauer noch besser wissen als ich, was um das Jahr 2005, 2006, glaube ich, vom Landwirtschaftsminister Seehofer damals gekippt wurde, das auf jeden Fall gesagt hatte, dass man als Bauer nur so viele Tiere halten darf, dass man die Ausscheidung, die die Tiere produzieren, entsprechend auf den Flächen ausbringen kann. Und damit, genau, und damit war, das wurde doch gekippt. Das Gesetz wurde doch gekippt, oder nicht? Das ist heute noch so mit der Düngeverordnung. Sie müssen Ihren Dünger auf Ihrem Acker oder dem geliehenen und gepachteten Acker loswerden. Sie brauchen Ackerfläche, um loszuwerden, sonst dürfen Sie nicht mehr Tiere halten. Also ging es um die Gülle, oder? Über die Düngeverordnung. Vielleicht sollten wir gleich nochmal einen anderen Landwirt zu Wort kommen lassen, ja, der sich hier auskennt. Dann, so lange, bis das Mikro dahin wandert, würde ich gerne nochmal, ich glaube, die Frau da hat da ein Mikrofon oder der Herr? Ja, haben Sie ein Mikrofon? Gut. Ich habe bis jetzt sehr viel über die Instrumente gegen den Klimawandel gehört, vor allen Dingen auf der politischen Ebene. Und da fällt mir ganz speziell jetzt ein Satz ein von Albert Einstein, der gesagt hat, wir können die Probleme unserer Zeit nicht mit den Denkmustern lösen, die zu ihnen geführt haben. Und das scheint mir in der Politik, ich spreche jetzt nicht eine Partei alleine an, sondern in der Politik finde ich, dass es sehr, sehr unkonzentriert, fast konzeptlos, jeder hat eine neue Idee, die am nächsten Tag in der Zeitung steht. Aber lassen Sie mich erstmal ganz herzlich der Bewegung Friday for Future ein Lob aussprechen. Also ich denke, ohne diese Bewegung wäre hier nichts zustande gekommen und ganz Deutschland und mittlerweile europaweit würde sich dieses Thema immer noch im Sandkasten irgendwo verschwunden fühlen. Und ich möchte noch einen Gedanken, weil mir persönlich das am Herzen liegt, einfach mal zu überlegen. Wir können darüber reden, wie die Politiker entscheiden, wie sie mit diesem CO2-Problem fertig werden. Die Frage ist doch, wie kann ich als Einzelner oder wie kann ich in der Gruppe oder wie könnt ihr in eurer Bewegung, wie könnt ihr das machen? Ich frage mich, da gibt es zwei Dinge. Da gibt es einmal den ökologischen Rucksack und den ökologischen Fußabdruck. Wenn ich mich mit meinem ökologischen Rucksack beschäftige, dann weiß ich, was da drin ist. Ich muss das nur intensiv machen. Nur, das Problem ist, wenn ich alleine an meinem Arbeitstisch sitze, fällt mir das schwer, das richtig zu deuten. Es ist wahrscheinlich wie in irgendeinem Training, in einer Sportart. Trainieren tut man viel besser mit
vielen anderen auch. Ich werde feststellen, dass ich in vielen Fragen sehr gut dastehe, in anderen einspare. Und wenn ich habe das heute mal bei mir durchgespielt, mit 21.000 Einheiten liege ich da irgendwo noch unter dem Maximum, aber lange noch nicht beim Soll. Wie komme ich da runter? Und jetzt kann ich fragen, was kann ich bei mir einsparen und wie komme ich da weiterhin? Und wenn wir das gemeinsam in Gruppen uns sportlich betrachtet, das einfach auch mal angehen, da könnten wir schon einen großen Beitrag leisten, noch bevor die Politik bis zum 20. oder was weiß ich, mit ihren Sorgen fertig sind. Ich würde gerne den Sportaspekt aufgreifen. Tim, habt ihr denn noch die Kondition? Es gibt ja ganz unterschiedliche Prognosen. Fridays for Future geht die Luft aus oder wenn du sowas hörst wie hier, ist das eine Bestätigung und ihr werdet auf jeden Fall die Kondition aufbringen und weitermachen? Ja, wir werden weitermachen. Wie man ja allein schon hier bei dieser Diskussion sieht, der Klimawandel ist jetzt in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt und das war auch erstmal unser erstes Ziel. Unser zweites Ziel sind politische Maßnahmen und die fehlen momentan noch. Das heißt, wir werden immer weitermachen. Jetzt zum Beispiel am 20. September ist der nächste große Klimastreik, wo wir auch weiter protestieren werden. Denn, wie Sie ja selber sagen, momentan sind noch sehr viele ziemlich konzeptlos, bringen neue Ideen auf, fast täglich. Und irgendwas muss man machen. Zum Beispiel, Fridays for Future hat ja auch eigene Forderungen, zum Beispiel einen schnelleren Kohleausstieg oder eine CO2-Steuer, was beides erreichbar ist und auch gut machbar ist. Ich würde gerne, ja, Frau Brendel, und dann, ohne jetzt in die Details der Düngeordnung zu versinken, würde ich gerne dann auch nochmal nach da hinten gehen, aber erst Frau Brendel. Ja, bitte. Ganz kurz, einfach weil das so oft jetzt schon kommt, weil diese Frage, was kann man denn als Einzelner tun? Es gibt da viele so Vergleichsrechnungen, was bringt es, wenn man nicht Auto fährt, nicht Fleisch isst und so weiter und so fort. Aber ich glaube, das, was am meisten bringt, auch mit Blick darauf, was wir brauchen, ist, den eigenen Politikern, egal auf welcher Ebene, zu sagen, tut was. Wir sind bereit, uns Sachen zu verbieten zu lassen oder uns einzuschränken, aber ihr müsst uns dabei helfen. Ihr müsst unser Land so umbauen, dass es möglich ist, auf diese ganzen Sachen zu verzichten. Momentan ist es das leider oft eben nicht. Es ist keine freie Entscheidung oft. Ich würde aber gerne noch mal bei dem Aspekt Einstein bleiben. Vielleicht, da machen wir das gleich danach. Nein, sagen Sie erst, Herr Heck. Oder einfach selber politisch aktiv werden. Ist auch in der Jugend sehr Den Vorschlag gut. Hat auch Herr Billen gemacht, ja. Absolut. So, dann gehen wir erst noch mal nach da hinten und dann kommen wir noch mal auf Einstein zurück. Bitte. Also, es tut mir leid, dass ich kurz das Thema so frech unterbreche, aber ich wollte noch auf Herr Billen zurück. Und zwar meinte er, dass er ja früher mit dem Pferd unterwegs war und Häufchen gebildet hat. Und ich wollte kurz nachfragen, wie wir das jetzt deuten sollen. Also, ich habe das als Vorwurf hingegen meiner Generation empfunden. Und es tut mir leid schon mal an alle Eltern hier. Aber ich finde, es ist die Aufgabe der Eltern, den Kindern Naturschutz beizubringen. Und wir als unsere Generation haben uns nicht ausgesucht, in der Generation mit Handys, Laptops, Computern und auch Autos, Zügen oder was auch immer aufzuwachsen. Also das ist mein Statement dazu. Herr Billen, war das als Vorwurf gemeint Ihrerseits? Sie sind damals mit dem Pferd übers Feld galoppiert und diese Generation hat sich nicht ausgesucht, in welches Jahrtausend, in welche Zeit sie plumpst. Also ich sage auch nicht, früher war alles besser, das war nicht besser, glaubt es mir. Also heute mit dem klimatisierten Traktor ist einfacher mit guten Maschinen. Das war überhaupt kein Vorwurf. Es gibt einen Vorwurf, den ich der Gesellschaft mache, den mache ich aber auch mir selber, weil wir jetzt schuld sind. Meiner Ansicht nach wird hier auch im Rahmen der Klimaschutzdebatte viele diskutieren über Natur und Maßnahmen in der Natur, ohne zu wissen, wie Natur funktioniert. Also ich bin heute noch beeindruckt, die Bayern haben ja nachgegeben und haben das umgesetzt. Es gibt mehr Bienen zurzeit in Deutschland, als es je gab. Wenn man aber gefragt hat, dann gibt es ein großes Bienensterben. Ist aber nicht so. Es gibt mehr Bienen, als es je gab. Es gibt ein paar Urvölker, ein Urvolk weniger und die anderen Urvölker sind ein bisschen reduziert, aber die Honigbienen sind unglaublich gesteigert. Also insofern, das sind so Beispiele, ich mache keinen Vorwurf, sondern ich will nur erklären, dass wir mit moderner Technologie und
gutem Wissen heute auch viel schonender mit Boden umgehen und mit Tieren umgehen. Wenn eine Kuh über 10.000 Liter im Jahr gibt, muss die gut behandelt werden. Wenn die nicht gut behandelt wird, nicht gut aufgestallt wird, nicht gute Frischluft kriegt und nicht gutes Futter gibt, gibt sie keine 10.000 Liter und gibt keine 8 Kälber. Hier müssen wir, glaube ich, nochmal, ich bekam von links souffliert, das stimmt so nicht, und David Nelles hat sich auch direkt gemeldet. Stichwort Bienen, wenn wir schon die Düngeverordnung nicht en Detail klären, dann doch bitte, Bienen sterben, ja oder nein? Also der Honigbiene geht es tatsächlich wesentlich besser. Das ist auch ganz einfach zu erklären. Das ist, ja, weil die wirtschaftlich von Menschen genutzt werden kann. Die interessiert die Menschen. Die ganzen Wildbienen interessiert kein Mensch. Davon werden es immer weniger. Das ist der ganz einfache Punkt. Und die brauchen wir aber zum Bestäuben. Ja, die haben meistens eine höhere Bestäuberleistung. Selbst eine Hummel hat eine höhere Bestäuberleistung als eine Honigbiene. David Nelles? Ja, ich habe da nichts hinzuzufügen. Die Honigbiene ist mehr und okay. Alle anderen Insekten werden weniger. Ich habe vielleicht was hinzuzufügen aus der ökologischen Perspektive. Vielleicht brauchen wir die Wildbienen momentan nicht so sehr, solange es noch genug Honigbienen und Imker gibt, die das momentan leisten. Aber unter veränderten Umweltbedingungen kann es ganz schnell gehen, dass eben diese Art der Honigbiene auf einmal nicht mehr funktioniert, dass alle an irgendeiner Milbe verrecken und wir eine andere Art brauchen. Und wenn dann alle anderen Arten eben schon ausgerottet sind, weil sie vorher nicht wirtschaftlich genutzt waren, dann haben wir gar keine mehr. So läuft es momentan auch bei Bananen oder bei ganz vielen Sachen. Die Artenvielfalt wird vernachlässigt hinsichtlich der momentan produktiven Arten. Und das ist, ich sehe schon, das Bienenthema müssen wir danach noch mal vertiefen. Ja, bitte. Sie haben Sie ein Mikrofon oder haben wir das übersehen? Ach, Entschuldigung. Na, dann, sorry, dann war der Herr vor Ihnen dran. Und dann reichen Sie das Mikrofon bitte nach hinten. Ja. Wir haben eine Podiumsdiskussion mit Experten. Und Herr Billen, Sie als umweltpolitischer Sprecher der CDU sind für mich jetzt der Experte aus politischer Sicht zum Thema Umwelt. Und bis jetzt haben Sie die meisten Fragen, besonders der jungen Leute, damit beantwortet, sie sollen sich engagieren, sie sollen für was einstehen, dementsprechend auch wählen. Ich meine, die Ergebnisse aus der letzten Europawahl, besonders wenn man sich die Ergebnisse von den Erstwählern oder den unter 30-Jährigen anschaut, zeigt, dass das anscheinend nicht die CDU ist. Und ich weiß, Sie sind Landespolitiker, Sie sind also reglementiert, aber Umwelt macht nicht an Bundes- oder Landesgrenzen Halt. Und deswegen müsste Sie auch das ja was angehen, was die CDU auf Bundesebene vorhat, was die CDU insgesamt umwelttechnisch Neues, Verbessertes bringen soll. Und da habe ich bis jetzt noch gar nichts gehört. Ich meine, das ist ja auch irgendwie Ihre Chance, sich zu profilieren, ihre Partei zu profilieren, den jungen Leuten einen Anreiz zu geben. Das kann die CDU besser machen, das kann die CDU. Und ich habe bis jetzt noch nichts gehört, was ist mit Subventionen, was ist mit Investitionen in die Forschung, wie kann was Neues entstehen, wie kann was besser entstehen. Ich meine, das ist ja Ihr Beruf und als umweltpolitischer Sprecher Ihr Thema. Und da habe ich bis jetzt noch gar nichts gehört. Also die grundlegenden Dinge, die hat auch jeder Bürger so bereit, aber wenn Sie sich beruflich damit auseinandersetzen die CDU sich damit auseinandersetzt, da hätte es mich jetzt schon interessiert, was Sie wollen. Wollen wir Herrn Billen dann Gelegenheit geben? Ja, sehr gerne. Bitte. Soll ich Ihnen das Grundsatzprogramm oder die Andenken? Nein, Sie haben, ich würde sagen, 45 Sekunden Zeit. Das schaffen Sie, Herr Billen. In 45 Sekunden geht das nicht. Aber ist aber egal. Nochmal, das ist ja das Problem der Diskussionen mit Überschriften und tiefgründig. Die haben vollkommen recht, das tun wir aber von der Regierung her. Wir forschen wesentlich mehr. Ohne Forschung in neue Projekte, auch Forschung, welche Energie verwenden wir denn in Zukunft? Ist doch nicht Gott gegeben, dass Strommotoren die Zukunft sind, sondern es können auch Wasserstoffmotoren sein. In der Technik offen nach vorne marschieren, ist der Wunsch der CDU. Darum sind wir auch gegen diese Festlegungen, das muss jetzt mit CO2-Steuer gemacht werden, weil die im Moment diskutiert wird, sondern wir sagen, jawohl, über Emissionssteuer kannst du was steuern. Wir steuern, wir wollen steuern. Aber so steuern, dass die neuen Techniken, die ich in der Landwirtschaft einsetze, die auch in anderen Bereichen eingesetzt werden, auch in dem Betrieb meines Kollegen, der mir eben bei den Honigbienen widersprochen, bei den Honigbienen hat er mir nicht widersprochen, die neuen Techniken, die in der Abwassertechnik eingesetzt werden, um die Umwelt zu schonen und neue umweltrelevante Dinge zu fördern, das machen wir. Und das ist unser Grundsatz von der CDU. Ja? Ich stimme mit Ihnen in dem Punkt vollkommen überein, dass wir ganz dringend neue Technologien brauchen, die viele Umweltprobleme lösen.
Und deshalb frage ich mich, warum man als CDU gegen die Bepreisung von CO2 ist. Weil man gerade damit den Anreiz für Unternehmen schafft, in klimafreundlichere Technologien zu investieren, die Produktionsprozesse umzustellen. Damit schafft man als Politik den Anreiz für Unternehmen, Emissionen einzusparen und neue Technologien zu entwickeln. Warum sperrt man sich gegen die CO2-Bepreisung in anderen Sektoren? Also nochmal, ich habe deutlich gelernt in der Politik über Jahrzehnte, dass man nicht auf ein Pferd setzen soll und die CO2-Bepreisung ist ein deutsches Pferd, dann sagen die Schweizer reiten das Pferd auch, aber der Emissionshandel wird weltweit mehr geritten und da ist doch die CO2-Bepreisung mit drin, ist doch nur eine Frage, wie ich den Emissionshandel steuere. Der Emissionshandel umfasst aktuell nur 45% der CO2-Emissionen europaweit. Da fehlen Landwirtschaft, Verkehr, da fehlen Gebäude. Das heißt, der Emissionshandel muss ausgeweitet werden. Das ist unter den aktuellen Bedingungen in der Europäischen Union mit vielen osteuropäischen Staaten noch nicht zu machen. Warum? Und deshalb, weil das gerade nicht auf ihren politischen Agenda steht, die ziehen da aktuell nicht mit. Und ja, deshalb darf ich den Satz noch zu Ende bringen. Ganz Europa wäre für CO2-Bepreisung. Da müssen Sie zuhören, das habe ich so nicht gesagt. Ich habe Länder aufgezählt. Ja, aber viel ist ein Unterschied zu allen, oder? Es war von 15 also. Die Rede, aber gut. Mhm. So, das ist mit Osteuropa nicht zu machen, aber es gibt eine Koalition der Willigen, Frankreich, Großbritannien, die skandinavischen Länder, Spanien, Portugal, Deutschland, Italien. All diese Länder könnten den Zwischenschritt gehen, CO2-Steuer einzuführen, in anderen Sektoren einen Mindestpreis für den EU-Emissionshandel festzulegen. Dann werden bei uns die Innovationen entwickelt, dann sind wir da Vorreiter und können voranschreiten, wie Sie das eben gesagt haben. Und wenn andere europäische Länder dann mitziehen und wir dann den Emissionshandel ausweiten, dann können wir die CO2-Steuer wieder abschaffen. Aber als Zwischenschritt ist die CO2-Steuer eben aktuell das Mittel der Wahl. Ich interpretiere aber den Blick jetzt mal so, Herr Billen, Sie haben drüber nachgedacht eben. Sie hatten kurz die Stirn in Falten gelegt. So, ich würde jetzt gerne noch zwei Wortmeldungen hier aufnehmen. Einmal da hinten und dann hier vorne der Herr. Also ich wollte noch mal zurück. Ich habe mich ja gerade schon, ich habe gerade das Thema angesprochen mit den Generationen. Und tatsächlich muss ich sagen, ich bin von Ihrer Antwort sehr enttäuscht, weil es hatte prinzipiell mit meinem Statement nichts zu tun. Ich habe Sie darauf angesprochen, dass ich mich angegriffen fühle. Das Einzige, worüber Sie geredet haben, waren Bayern und Bienen. Und ich wollte jetzt einfach nur noch mal kurz sagen, dass ich jetzt nicht mit der Antwort zufrieden war. Und zudem möchte ich auch dem Herrn Nellis zustimmen. Sie widersprechen sich sehr. Also zuerst heißt es, nein, das wollen wir nicht, nein, das wollen wir nicht, obwohl, das wäre schon gut, wenn wir das so umsetzen. Und dann hieß es, ach ja, also wir müssen uns eigentlich gar keine Mühe mehr geben, in 20 Jahren ist eh alles vorbei, da sind zu viele Menschen, wir brauchen nichts mehr anbauen, ist doch eh alles vorbei. Aber die Jugend, die sollen sich ja engagieren, so. Können Sie mir das bitte erklären und sich bitte für eine Seite entscheiden? Weil Sie stellen sich hier selbst als Experten dar, aber so viel Expertenhaft, das habe ich noch nicht gehört. Herr Billen hat eben gesagt, dazu können Sie nichts sagen. Also er hatte eben gesagt, es war nicht als Vorwurf formuliert. So viel noch zu deinem Einwand, dass du nicht zufrieden warst mit der Antwort. Er hat aber vorhin dezidiert gesagt, es war nicht als Vorwurf von seiner Seite gemeint. Ja. Vielleicht kann ich dazu was sagen. Also ich interpretiere da jetzt was rein in diese Pferdegeschichte. Ja. nee, also die Sache ist ja die, dass die Ansprüche heutzutage andere sind als früher. Und das hat Folgen. Also ich habe gelesen irgendwo, dass man 10-fach oder 15-fach so viele Kalorien momentan in die Produktion einer Kalorie Lebensmittel stecken muss, weil es eben technologisch gemacht wird momentan und nicht mehr mit einem Heer von Tausenden von Landarbeitern, die das gerne und bereitwillig machen. Wer von uns möchte denn sich ja ein Jahr aus den Rücken krumm schaffen, damit die Leute zu essen haben? Da hat Herr Billen schon recht und deshalb muss da die Gesellschaft auch in Unterstützung der Bauern Regelungen finden, dass es eben trotzdem funktioniert, obwohl keiner das mehr per Hand machen will. Oder eben die Gesellschaft oder die Jugend entscheidet sich doch, wir wollen wieder so leben wie vielleicht vor 3 Generationen oder noch früher. Und wir machen das alles wieder per Hand. Aber also das sehe ich auch nicht. Von daher wenig realistisch. Genau, ja. So, jetzt bitte. Ich habe eine Frage an das Plenum, weil die Zahl stammt aus dem Bundesamt über die CO2-Fußabdrücke.
Momentan durchschnittlicher Fußabdruck 12 Tonnen. Ziel 2050 eine Tonne, genauer 0,73. Ich habe mir mal Gedanken gemacht, was das in Liter Diesel heißt. Das ist pro Fußabdruck umgerechnet 4.800 Liter Diesel. Das Ziel soll sein 400 Liter Diesel. Sie sehen, das ist ein Zwölftel, auch von der Dieselmann-Dimension zu bekommen. Ich könnte es auch Kilowatt ausdrücken, dann müssen Sie den Liter Diesel mal 10 machen, dann ist es ein Kilowatt. Also von 48.000 Kilowattstunden, die jeder verbraucht durchschnittlich, runter auf 4.000 Kilowattstunden. Bitte jetzt eine ehrliche Antwort von jedem. Glauben Sie, dass wir das mit diesem Tempo und mit den bis jetzt genannten Maßnahmen schaffen? Ehrliche Antwort. Das kriegen wir ganz schnell hin. Ehrliche Antwort von links nach rechts, das ist entweder ein Ja oder ein Nein. Nein. Nein, auf keinen Fall. Momentan nicht, nein. Technisch möglich, aktuell aber schwer durchsetzbar, vor allem weltweit. Darf ich noch eine Sache sagen? Das Ziel ist es nicht, auf eine Tonne Ausstoß von CO2-Emissionen pro Person runterzukommen, sondern wir stoßen so viel aus, wie wir auf der anderen Seite durch verschiedene Maßnahmen wieder aus der Atmosphäre rausnehmen. Und unterm Strich landen wir dann bei einer Tonne CO2-Ausstoß oder CO2-Äquivalente pro Kopf. Also nicht nur allein reduzieren, sondern stark reduzieren, auf der anderen Seite wieder einen Teil rausnehmen. Bevor jetzt der Eindruck entsteht, damit kann man das Klimaproblem lösen, indem wir alles wieder raussaugen, das ist verdammt teuer. Und deshalb ist Vermeiden aktuell immer noch günstiger, als es rauszusaugen. Herr Billen, schaffen wir das? Ja, nein. Okay, wir können hier nicht enden. Es ist auch noch nicht 8:30 und mit diesem düsteren Bild will ich hier nicht rausgehen. Also, bitte, da hinten. Ich stelle fest, dass der Klimaschutz, der Umwelt- und Naturschutz uns offensichtlich ziemlich ratlos in Wendezeiten hinterlässt oder zurücklässt. Die Klimawende ist in vollem Gange. Die Verkehrswende steht in den Startlöchern und wenn ich die Diskussion heute Abend verfolge, dann wird wohl auch die Agrarwende noch kommen müssen. Allerdings sollte man sich darüber im Klaren sein und das sage ich jetzt auch einfach mal an die Leute von Fridays for Future, die wirklich eine ganz tolle Sache machen und dieses Thema in das Bewusstsein der Öffentlichkeit rücken. Wenn wir all das konsequent zu Ende denken, dann wird das deutliche Einschnitte und Veränderungen in unser aller täglichen Leben haben, die wir wahrscheinlich überwiegend als Beeinträchtigung oder als Einschnitt negativ betrachten werden. Und wir damit müssen uns also darüber im Klaren sein, ob wir das wirklich wollen oder nicht. Und dann müssen wir halt eben die entsprechenden Maßnahmen ableiten. So viel zum Allgemeinen. Ich habe aber noch einen ganz konkreten Vorschlag. Ja, wenn Sie es ein bisschen raffen könnten, wäre ich dankbar, ja, weil uns sonst die Zeit davon rennt. Ja, ganz kurz. Es gibt einen ganz konkreten Vorschlag, den man hier in unserer Region umsetzen könnte und der wahrscheinlich auch die Akzeptanz finden würde, weil es keine Einschnitte und keine negativen Beeinträchtigungen gibt, zum Thema Verkehrswende, öffentlicher Personennahverkehr, Reaktivierung der Hunsrückbahn. Das nehmen wir mit hier aus der Diskussion. Tim, du wolltest wahrscheinlich was zu Fridays for Future sagen. Ja, genau. Und zwar, da ich gerne Einschnitte in Kauf nehme, jetzt, anstatt gravierende, sehr viel gravierendere Einschnitte in 50 Jahren dann damit leben muss. Bevor wir auf dem Podium unsere Schlussrunde machen, und da gehen wir auch nochmal auf Einstein und Einschnitte ein, das habe ich mir vorgenommen. Hier bitte noch. Ich darf. Mein Name ist Rachel Suhr, ich bin auch Bloggerin und ich bin hier hingekommen und habe zuerst gedacht, oh, wird das toll. Werde ich hier rauskommen und werde ich irgendwie so ein bisschen Hoffnung und was Positives mitnehmen? Ich habe gemerkt, dass mich das sehr, sehr aufgewühlt hat, weil ich beschäftige mich seit 10 Jahren damit. Wir haben uns als Familie komplett umgestellt. Es hat funktioniert. Wir haben viele Einschnitte. Ich
setze das mal bewusst in Anführungszeichen. Wir haben Einschnitte hingenommen, wir haben Verzicht hingenommen und ich trage immer noch ein Handy mit mir. Ja, es geht mir so, wir essen Bioprodukte, wir versuchen weitestgehend unverpackt durch den Alltag zu kommen. Ich versuche, meine Kinder in Umweltbewusstsein zu sensibilisieren und trotzdem habe ich das Gefühl, es geht nicht voran. Ja, ich habe das Gefühl, dass es nicht schnell genug funktioniert. Und deswegen finde ich diese Bewegung hinter Fridays for Future so genial und großartig. Und eben kam so ein bisschen der Mängel, naja, als es darum um die Frage ging, ob das eine Beleidigung oder ein Vorwurf, keine Beleidigung, ein Vorwurf gewesen ist, der vorne vom Plenum kam, an die Generation jetzt und auch an die Eltern der Generation. Und ich merke tatsächlich, dass ich selber von meinen Eltern dieses Umweltbewusstsein schon nicht mehr mitbekommen habe. Ich bin über den Minimalismus zur Nachhaltigkeit gekommen und ich habe ein ganz großes Interesse daran, politisch aktiv zu sein. Aber ich sehe dieses politische Engagement tatsächlich über meinen Mini-Blog und über so eine große Bewegung wie Fridays for Future, um mich da zu engagieren und weniger in der Parteipolitik. Es wirkt sehr langsam und einfach viel zu spät und wurde eben auch schon festgestellt. Das danke. Nur als Statement, keine danke, Frage, danke, danke. Nur Feedback. So, ich würde jetzt die Frage- und Anmerkungsrunde gerne beschließen. Das Mikrofon wurde jetzt hier noch einmal weitergegeben, deshalb gebe ich Ihnen die Gelegenheit gerne noch, bitte. Dankeschön. Der Herr Billen hat ja eben zu Recht darauf hingewiesen, dass wir nicht auf einer Insel der Glückseligen in Deutschland leben. Die meisten europäischen Länder haben eine Geschwindigkeitsbegrenzung und das wäre ein ganz kleiner, leichter, wie wenn man einen Lichtschalter drückt, so ein Gesetz zu beschließen, dass das auch hier der Fall ist und dass dann so ein gewisser Prozentsatz von uneinsichtigen Menschen, die glauben, rasen zu müssen, was ja niemandem nützt, was der Umwelt schadet, was einen unheimlich großen CO2-Verbrauch hat, dass man das abschafft. Das wäre ja schon... Danke für den Hinweis. Tatsächlich haben wir auf der Herfahrt genau über diesen Aspekt gesprochen und damit sind wir, glaube ich, bei dem Punkt, Frau Brendel, wieso fällt es uns so schwer, von solchen Sachen, Tempolimit, mal Lobby hin oder her, aber es gibt ja auch, ich kann das sagen, wenn ich das Thema in meiner Sendung habe, kriege ich regelmäßig Feedback von Autofahrern. Nein, nein, ich will hier so viel fahren dürfen, wie ich will. Also es ist nicht nur eine Lobby, die dahinter steckt. Warum tut uns so eine Veränderung so schwer, obwohl wir doch, laut Einstein, es selber verbockt haben? Also wir müssen die Instrumente ändern. Ja, das ist schwierig. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier und oft mangelt es auch an der Vorstellungskraft, wie denn der Alltag anders sein könnte. Also oft heißt es ja, ich soll nicht mehr so viel Auto fahren, das ist ein Rieseneinschnitt und da muss ich verzichten. Und wie Sie gemeint haben, wenn man sowas mal ausprobiert, dann merkt man, dass es auch ein Gewinn sein kann, wenn man mit seinen Kindern zu deren Verein spazieren geht oder wenn man eben zu Fuß seine Einkäufe auf dem Markt macht und nicht raus in irgendeinen Supermarkt fährt und sich den Stress antut. Aber es braucht dafür eben die Rahmenbedingungen. Das kann man zum Beispiel nicht leisten, was ich mir gut vorstellen kann, mit einer Vollzeitstelle, wo man es nur schafft, von A nach B zu kommen, wenn man das schnelle Auto benutzt. Also, oder wenn man nicht den entsprechenden ÖPNV um die Ecke hat. Genau, ja. Und von daher kommen solche Verbotsideen, da hat man immer gleich erstmal den Reflex, oh mein Gott, nein, dann wird alles schwieriger und ich will mir nichts verbieten lassen. Aber wir hatten es doch gerade jetzt, gestern kam die Zahl mit dem Fliegen. Wir reden so viel über Klimaschutz, Klimawandel, Flugscham und es sind so viele Menschen von deutschen Flughäfen gestartet wie noch nie zuvor. Weil es jedem selbst überlassen wird. Also es wird darüber geredet, dass es schlecht ist, aber also die wirkliche politische Handlung, die daraus folgt, also die fehlt ja noch. Also das heißt, das Reden alleine, das bringt es nicht. Und die Gefahr, die der Klimawandel, Wandel ist ein schlechtes Wort, die Klimadisruption oder die Klimakrise, die uns bevorsteht, bedeutet, die ist auch nicht wirklich spürbar. Also selbst bei so einem heißen Sommer mit den 40 Grad, das ist gut, dann schwitzen wir mal. Aber wir spüren noch nicht das, was auf uns zukommt. Deshalb würde ich auch gerne zu den Einschnitten sagen, Einschnitte werden kommen. Solange wir schnell genug global und lokal und regional reagieren, können wir die Einschnitte ein bisschen steuern. Wenn es zu spät ist, dann werden wir andere Arten von Einschnitten erleben, die wir uns überhaupt nicht mehr wünschen wollen. Herr Billen, spüren Sie die Einschnitte durch den Klimawandel als Landwirt? Ja, Sie diskutieren ja immer mit
der Öffentlichkeit, und wir diskutieren als Landwirte zu wenig, das ist mein Vorwurf an uns selber, wir diskutieren zu wenig mit der Öffentlichkeit darüber, was wir tun. Natürlich spüren wir den, aber nicht negativ. Eine Düngeverordnung, die zulässt, dass die Pflanze auf Entzug entdüngt wird, ist okay. Da wird es hier und da einen Bauer geben, der sagt, das ist nicht okay, die ist aber okay, wenn wir auf Entzug dünnen, das ist doch klar. Sondern ich glaube, die Hauptschwierigkeit in der ganzen Diskussion ist, dass sobald man sagt, wenn ich sage, Brasilien, da muss man mehr tun, dann sagen die, der will selber nichts machen. Nee, wir müssen es so hinkriegen, und Einschnitt, das ist schwierig. Die Partei, die morgen vorne wegmarschiert und sagt, Tempolimit auf Autobahn, ich kann Ihnen sagen, wo das dann landet, ja, obwohl sie kaum mehr frei fahren. Beim Wahlergebnis meinen Sie, wo das ja, landet? Ja, die Dame hat ja eben gesagt, sie würde sich gerne bei Friday for Future so engagieren, aber die Partei wäre jetzt lahm, ging nicht schnell genug. Sie hat recht, es ist in der Partei schwierig. Es ist in der Partei in Demokratie schwierig. Ein Antrag, den Sie in Mainz im Januar zum ersten Mal diskutieren Sie im Januar nächsten Jahres nochmal, bevor er entschieden wird, in der Regel. Ganz selten kommt das schneller zustande. Das hat Vorteile, aus meiner Sicht viele Nachteile, aber es ist so in der Politik, es dauert ein bisschen länger um den Weg. Nur wir streiten nicht mehr ordentlich, das ist das, was ich bemängle. Wir streiten über den richtigen Weg nicht mehr ordentlich, sondern die einen, es wird noch im Fernsehen diskutiert, aber im Bundestag gucken Sie mal, was da noch diskutiert wird. Das ist abenteuerlich, nicht mehr viel, im Landtag auch nicht mehr viel. Aber in den Talkshows, da sind wir alle schlau ohne Ende. Und das will ich ändern. Ich will, dass wir nochmal Politik machen, Maßnahmen ergreifen und beschließen und darüber streiten, ist CO2 oder Emissionshandel. Am Ende wollen wir ja dasselbe. Wir wollen eine Steuerung. Über den richtigen Weg können wir gerne streiten. Ich wusste doch, ich habe das Stirnrunzeln richtig interpretiert auf Ihrer Stirn. Ja. Aber Herr Billen, da sind wir doch am Punkt, dass Fridays for Future, die Bewegung, möglicherweise ja auch der Politik Beine macht und zu etwas mehr Geschwindigkeit verhilft. Und damit wäre das auch in Ihrem Interesse. David Nelles, wir müssen uns eingestehen, wir sind Teil des Problems und vor allem Teil der Lösung. Dieses Statement haben Sie auf swr1.de hinterlassen, zu dieser Veranstaltung hier. Wie meinen Sie das? Naja, wie das eben schon angesprochen wurde, wir alle haben einen eigenen CO2-Fußabdruck und unsere eigene Verantwortung ist es auch jeden Tag, diesen eigenen CO2-Fußabdruck zu reduzieren. Das ist der Beitrag, den jeder Einzelne leisten kann. Beispielsweise die Klimaziele 2020 wurden ja von der Bundesregierung schon aufgegeben. Die lassen sich noch erreichen, wenn jeder Einzelne seinen Beitrag leistet. Und gleichzeitig, was du eben auch schon angesprochen hattest, können wir E-Mails an Bundestagsabgeordnete richten, Druck auf die Bundestags- oder Landtagsabgeordneten richten, damit sich was in der Politik bewegt, uns auf der Straße engagieren, wie Fridays for Future. Also den eigenen CO2-Fußabdruck zu reduzieren und Druck auf die Politik auszuüben, das ist eben genau der Teil der Lösung, den jeder Einzelne sein kann. Und einen Blog betreiben wie Matthias Heck. Wie ist denn Ihre Resonanz? Ich meine, Sie gehören, was so das Thema Nachhaltigkeit angeht, gehören Sie zu den erfolgreichsten Bloggern in Deutschland mit Ihrer Seite, mit anderen zusammen. Jetzt heißt es, knapp jeder vierte Deutsche wurde durch Fridays for Future in seiner Einstellung beeinflusst, hat der ARD Deutschland Trend abgefragt. Es gab Überschriften, da heißt es, eine deutliche Mehrheit sagt, nicht bis gar nicht beeinflusst zu sein von Greta Thunberg. Also man kann es so oder so sehen. Welche Erfahrungen machen Sie mit Ihrer Seite? Also die Resonanz ist eigentlich durchweg positiv. Wir bekommen sehr, 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 sehr selten negative Rückmeldungen. Und aber hat es auch nochmal einen Push bekommen durch die Fridays for Future-Bewegung, ja, wenn Sie sagen, oder sind das zwei unterschiedliche Welten? Na, nicht unbedingt. Da muss man immer differenzieren. Die Thematik auch jetzt in den Medien ist halt immer sehr auf den Klimawandel fixiert. Und das kam eben in vielen Gesprächen jetzt auch schon raus, dass wir eigentlich nicht über eine Klimawende reden sollten, sondern über eine Systemwende. Das betrifft den Agrarsektor, das betrifft den eigenen Konsum. Das spielt vieles in das Klima mit rein, ist aber eben nicht immer alles direkt so begreiflich. Und da setzen wir dann eben auf die Aufklärungsarbeit, um die Zusammenhänge klarzumachen. Tim, mit welchem Fazit gehst du nach Hause und irgendwann freitags wieder auf die Straße? Es ist so feucht hier, dass die Papiere fest. Ja, wir haben es gleich geschafft. Naja, ich gehe auf jeden Fall weiter auf die Straße, denn auch wenn ich eben momentan Nein gesagt habe, dass wir es momentan vermutlich nicht schaffen, unsere selbstgesteckten Ziele zu erreichen, denke ich schon, dass wir es schaffen könnten. Und dass wir es schaffen können, wenn wir jetzt dementsprechend handeln. Und das kann alles erreicht werden.
Vielen Dank dem Podium und ganz herzlichen Dank dem Publikum für diese tolle, für das engagierte Mitdiskutieren bei diesen Temperaturen. Ich wünsche allen, egal ob es Wetter oder Klimawandel ist, eine kühle Nacht, einen guten Nachhauseweg, zu Fuß, mit dem Fahrrad, mit dem Auto, mit dem Bus. Völlig egal, kommt alle gut nach Hause. Herzlichen Dank.